Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind bei der Jahreslegung 2021. Ich weiß, ich bin zu spät, aber es war auch sehr viel los und 2020 war schon nicht so leicht. Das wisst ihr ja selber. Und wir wollen natürlich auch schauen, was im neuen Jahr so los ist, was so geht und was nicht geht. Ich werde jetzt nicht im Vorfeld das ganze Jahr für alle durchgehen, weil ich werde das für jedes Sternzeichen einzeln machen und werde euch da die Dinge erklären, wie es vonstatten geht. Das mache ich jetzt. Ich habe jetzt hier erstmal dieses Kartendeck. Das ist die sogenannte Jahreskreislegung. Das bedeutet, wir schauen uns erstmal an, wie bei jedem Sternzeichen so in den einzelnen Häusern die Dinge aussehen. Also was wichtig ist für das jeweilige Sternzeichen. Und auf der gleichen Legung machen wir natürlich die Monate Januar bis Dezember 2021. Im Anschluss daran machen wir wie jedes Jahr die Liebeslegung für alle Sternzeichen. Also in jedem Sternzeichen steht dann auch einmal die Jahresübersicht und die Liebeslegung für das Jahr, sodass du im Anschluss dann auch noch ja, im Gefühlsbereich schauen kannst. So, und nochmal allen ein schönes neues Jahr. Möglichst viel Erfolg, viel Geduld, viel positive Energie. Denn je mehr positive Energie jeder Einzelne produziert, desto mehr wird sich das auch, ich sag mal, vermehren. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass kein Einzelner aufgibt, dass kein Einzelner sich davon mitreißen lässt, zu negativ zu sein. Das bedeutet nicht, dass man alles hinnimmt, was passiert, sondern dass man selber sagt, was nicht gut ist, wird verändert. Und dafür stehe ich ein. Aber ich mache das nicht mit Hass, ich mache das nicht mit Gewalt oder irgendwas, sondern ich mache das sachlich und mit dem Willen, etwas zu verbessern für mich und für andere. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also, ich wünsche dir viel Freude an deiner Jahreslegung. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze, zur Jahreslegung 2021. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät, aber wir wollen direkt loslegen, damit das eben nicht noch länger dauert. Ja? Also, grundsätzlich sollte das für dich als Schütze ein entspanntes und auch positives Jahr werden. Ja, du kannst Dinge voranbringen, du kannst die Dinge verwirklichen. Ja, es liegt natürlich auch an deiner persönlichen Einstellung. Saturn steht an deiner Seite, mit dem hast du ja schon in der Vergangenheit eine Menge zu tun gehabt. Er hat dir beigebracht, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, diszipliniert zu sein, Geduld zu haben, etc. etc. Wir kennen das alles, ja. Und diese Dinge eben auch aufrecht zu erhalten, das ist für dich also schon zur Routine geworden, ja. Und da kommt manchmal Neptun dazwischen und lässt dich vielleicht auch so ein bisschen, naja, die Fünfe gerade sein, sag ich mal, ne? Dass du sagst, das wird schon, ach lass mal. Ne? Also es ist wichtig, dass du dich davon nicht vereinnahmen lässt, ja, von Neptun oder übertreibst im Essen, im Trinken, was auch immer, dass du dran bleibst, auch weiterhin, das ist wichtig. Wenn man sich mal eine Auszeit nimmt, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn es nicht dann eine Auszeit bleibt, ist das okay. So, wir haben Uranus und Pluto, die natürlich in diesem Jahr Auswirkungen haben, auch auf das Umfeld, aber nicht so direkt auf dich. Ja? Mars kann natürlich das ein oder andere Mal schon mal, ich sag mal, Übertreibungen verursachen. Ja? Oder auch in der Kommunikation mit Merkur. Ja? Wir wissen das ja, Schützen sind ja manchmal sehr euphorisch, wenn sie etwas rüberbringen wollen. Und sie wollen dann natürlich auch ja, so ein bisschen andere überzeugen. Sei vorsichtig damit. Steh zu deinem Ding, mach dein Ding, aber versuch nicht, andere zu überzeugen. Venus ist auch mal gut, mal schlecht, wie in jedem Jahr. Und in den Sommermonaten sollte es in Beziehungen eigentlich gut laufen.
Wir sind ja bei der allgemeinen Jahreslegung und deshalb möchte ich halt, dass du das als, ja, ich sag mal so, Wetterkarte für das ganze Jahr aussiehst und nicht sagst, jetzt muss ich mich daran halten, aber es soll dir eine Richtschnur geben, einen Wink, was machbar, was möglich ist oder worauf du achten solltest. Das ist in persönlichen Situationen natürlich bei jedem ein Stück weit anders, aber vielleicht hilft dir das dann so ein bisschen besser durch das Jahr zu navigieren. So, du siehst hier eine Reihe von Karten, das sind aber erstmal nur die Platzhalter. Wir beginnen gleich mit der allgemeinen Häuserlegung, also Haus 1 bis 12, was da für dich in diesem Jahr relevant ist. Und dann gehen wir Monat für Monat mit jeweils einer Karte, einer Erklärung dazu und natürlich der Astrologie durch. Und zum Schluss machen wir dann Beziehungslegung für das ganze Jahr, also für jeden einzelnen Monat, was da für dich relevant ist. Wie gesagt, es soll nicht dir jetzt eine Vorgabe sein für das, was du tust oder wie du es tust, aber es soll dir eine Navigationshilfe durch das Jahr geben, wo die Energien besser sind für das eine oder das andere. Und du entscheidest dann in deiner persönlichen Situation, wie du das umsetzt. Das wollte ich nur im Vorfeld schon mal mitteilen und wir beginnen gleich mit der Häuserlegung für den Schützen. Bis gleich. So, mein lieber Schütze, wir beginnen mit der Häuserlegung. So, das bedeutet, das erste Haus bist du selbst. Die wichtigste Karte, deine Rolle, wie du dich selbst siehst, wie du dich selbst identifizierst und wie du im Ausdruck rüberkommst in 21. Königin der Schwerter. Königin der Schwerter ist die Energie der absoluten Aufrichtigkeit zu sich selbst erstmal. Also es geht jetzt nur um deine Person, nicht um dein Umfeld, da kommen wir gleich noch dazu. Du klärst die Dinge für dich in deinem Inneren. Das ist zwar sehr sachlich, aber du bist sehr realistisch eingestellt. Du siehst die Dinge, wie sie sind und du machst dir nichts vor. Das ist eine gute Voraussetzung, wirklich keine Flausen im Kopf zu haben, sondern den Realismus an den Tag zu legen. Ja, wie du das jeweils umsetzt, ist bei jedem anders. Aber letztendlich ist es auch so, dass du, ich sag mal, die Aufrichtigkeit für dich persönlich verkörperst. Und das kannst du natürlich, wenn du das möchtest, nach außen weitergeben. Es ist deine Rolle. Es ist für dich das Wichtigste, wie du im Jahr 2021 dastehst. Kommen wir jetzt zum Haus 2. Das ist deine Verbindung zu Besitz, zu Geld, zu Einkommen. Da haben wir die Königin der Münzen. Das ist auch eine sehr gute Karte für den Bereich. Das bedeutet, du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Du schaust aufs Geld. Du hast eine positive Verbindung zum Geld. Ja? Und du wirst wahrscheinlich nicht für irgendwelchen Quatsch Geld ausgeben, denn du überlegst dir gut. Das ist Erdenergie. Ja? Und du überlegst dir sehr gut, für was, für wen und wofür du Geld investierst. Ja? Und auch wie du das vermehren kannst. Du hast wahrscheinlich in diesem Jahr die Optionen, die Möglichkeiten, Geld zu vermehren. Und das ist sehr gut. Also du ehrst es, aber du bist jetzt nicht abhängig davon. Aber du weißt, dass es wichtig ist, ein Stück Freiheit zu haben oder zu beeinflussen, ja, dass du Freiheit hast. Das dritte Haus ist dein Alltag, deine Umgebung, deine Lernfähigkeit in diesem Jahr. Oh, da haben wir die 8 der Schwerter. Ja, da haben wir ja so ein bisschen Gedanken, Einseitigkeit, würde ich mal sagen. Also vielleicht bist du ein bisschen, wie soll ich das erklären? Du konzentrierst dich auf dich selbst und schaust momentan zumindest nicht über den Tellerrand. Ja? Du kümmerst dich um dich. Das muss nicht schlecht sein, aber sei offen für das, was von außen kommt. Du bist als Schütze natürlich auch optimistisch und vorausschauend und auch sehr positiv, sehr kommunikativ. Du solltest die Augen nicht verschließen vor dem, was um dich herum geschieht. Ja? Und vielleicht hast du dich ein Stück weit auch von Dingen verabschiedet. Vielleicht hast du auch, fühlst du dich einsam. Das kann auch sein, ja, dass du dich verlassen fühlst. Versuche diesen Gedanken nicht weiter zu verfolgen, sondern dich daraus zu befreien. Das ist sehr wichtig. Du bist nicht allein und selbst wenn du Enttäuschung hinter dir hast, wenn Leute dich
im Stich gelassen haben, was auch immer. Es gilt, die Augenbinde abzunehmen. Und mit der Einstellung der Königin der Schwerter wird dir das sicherlich auch im Laufe des Jahres begegnen oder gelingen. Es könnte natürlich auch sein, dass du eingeschränkt bist, teilweise, ja, durch Familie, durch das Umfeld. Kann natürlich sein. Aber du hast Klarheit, du hast finanzielle Werte, die dir wichtig sind, und möglicherweise dreht sich alles nur um diese Felder. Vielleicht solltest du das erweitern. Schauen wir mal. Kommen wir zu deinen Wurzeln, zu deiner Herkunft und den Einfluss, den diese auf dich haben. Da ist die Obsession. Zu viel Einfluss von Familie, vom Elternhaus, vielleicht auch von den Menschen, die um dich herum sind. Das kann auch negativer Einfluss sein im Sinne von Ausbremsen, ja. Das Gefühl haben, da nicht raus zu können, sich nicht befreien zu können. Es ist wichtig, dass du da wirklich auch überlegst, ob das vielleicht nicht sogar besser wäre. Also du hast wahrscheinlich eine zu enge Verbindung zum Elternhaus, zur Kindheit, zu deinen Wurzeln. Also Heimat, Herkunft ist dir äußerst wichtig. Es ist vielleicht zu viel. Ja? Kommen wir jetzt ins fünfte Haus. Wie Kreativität, da geht es auch um eigene Kinder, da geht es auch um das Risiko, dass du bereit bist einzugehen. Und da haben wir die 5 der Münzen. Du gehst kein Risiko ein, du ziehst dich zurück. Das passt wieder hier zu den 8 der Schwertern. Du bist sehr auf dich selbst fixiert und vielleicht auf Familie, ein ganz nahes Umfeld. Ja? Und das ist auf Dauer natürlich nicht gut. Vielleicht ist das auch eine Situation, die jetzt durch das, was um uns herum geschieht, einfach, sagen wir mal, auferlegt ist. Aber daraus kannst du dich befreien. Vielleicht nicht von heute auf morgen und vielleicht nicht sofort. Aber momentan sieht es halt so aus, dass du eben da eine enge Verbundenheit hast und nicht weißt, wie du da rauskommen sollst. Okay, da bist du halt zurückhaltend, was das Risiko betrifft. Vielleicht auch aufgrund der Einflüsse von deinem nahen Umfeld. Kommen wir jetzt ins 6. Haus. Das ist Arbeit. Das ist deine Belastbarkeit. Und da haben wir die 4 der Münzen. 4 der Münzen bedeutet Einschränkung, bedeutet Sparsamkeit, bedeutet auch, dass du das, was du hast, zusammenhältst und nicht großartig expandierst oder so. Du musst auf deine Gesundheit achten, ja. Du musst dich gesund ernähren, du musst dich um dich selbst kümmern. Vielleicht ist das auch ein Stück weit hier diese Einschränkung oder du kümmerst dich um andere. Die 4 der Münzen bedeutet, du hältst an etwas fest. So, und als Schütze ist das eigentlich sehr ungewöhnlich, dass du an Dingen festhältst. Aber vielleicht haben wir durch Enttäuschungen oder irgendwelche Dinge, ist da so ein bisschen dieses Gefühl, ich kann mich auf nichts und niemanden verlassen. Da ist so ein bisschen die Enttäuschung drin, diese Angst vor Nähe, einfach aus dem Grund, weil das bisher vielleicht auch übertrieben wurde. Kommen wir jetzt zum 7. Haus. Dein Gegenüber, Partnerschaft, Beziehungen können auch Gegner sein. Also es muss jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, das sind auch berufliche und private. 5 der Stäbe. Konfliktpotenzial. Also ich sehe hier, wenn ich das hier bis zum Haus 7 sehe, dass du Schwierigkeiten hast mit deiner Umwelt. Ja? Dass du möglicherweise das Vertrauen verloren hast in Dinge. Du vertraust dir selbst, du siehst es, wie es ist, aber du hältst an dem fest, was dich sicher macht. Aber du bist ein bisschen eingeschränkt hier. Und das sieht man auch hier. Vertrauen zu finden ist für dich in 2021 sehr schwer. Ja? Okay, kommen wir zum Haus 8. Deine Grenzen, deine Opfer für andere oder auch das, was du erhältst. Da haben wir die Königin der Kelche. Also Königin der Kelche ist die mütterliche Energie. Das heißt, du bist trotz allem Misstrauen, trotz aller schlechter Erfahrungen vielleicht oder Dingen, die dir widerfahren sind, liebevoll, mitfühlend und fürsorglich. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Königin der Kelche bisweilen auch dramatisch ist. Die Königin der Kelche besagt ja, dass die Gefühle sehr, sehr groß sind. Und dass dadurch manchmal ein bisschen der Intellekt wegfällt, also dass man mehr gefühlvoll reagiert. Es geht ja im Haus 8 um deine Grenzen, um deine Opfer für andere
und auch, was du dir natürlich auch von anderen erhoffst. Es ist Liebe, es ist Entgegenkommen. Ich denke, das liegt an dem Mangel hier. Ja. Königin der Kelche, aber wir haben hier die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, das kann dir helfen, Gefühl und den Intellekt in Einklang zu bringen, was natürlich von Vorteil wäre. Ja. Kommen wir zum Haus 9. Deine Spiritualität, deine Weltanschauung, dein Horizont, 9 der Stäbe, du gibst nicht auf. Du denkst, dass du durch Fleiß, durch akribisches Arbeiten an deinen Zielen auch zum Ziel gelangst. Was dabei vielleicht ein Stück weit zu kurz kommt, ist deine Gesundheit. Ja? Ich denke, dass du vielleicht übertreibst oder versuchst oder dich in Arbeit stürzt, um das hier zu überwinden und das zu beschleunigen oder zu verwirklichen. Ja? Deine Gefühle sind ja da. Ja? Sie werden nur vielleicht nicht angenommen, nicht akzeptiert oder nicht erwidert, je nachdem. Du solltest dich ein Stück weit, dein Herz ein Stück weit öffnen. Auch vor allen Dingen solltest du nicht übertreiben, wenn du dich in etwas verbissen hast. Wir haben auch hier Schwierigkeiten mit deiner Umwelt. Ja, ich denke, dass du ein Kämpfer bist oder Kämpferin, je nachdem. 9 der Stäbe ist ja Feuerenergie, aber dass du dir bitte nicht zu viel aufhalst. Wir haben ja gehört, astrologisch sollte es ein relativ ruhiges, angenehmes Jahr werden. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich nicht verausgabst. Das ist auch die Burnout-Karte. Ja? Kommen wir zu deiner Zielrichtung und deiner Stellung in der Gesellschaft. Wir haben den Page der Stäbe. Da ist der Fokus auf dein Ziel. Da ist auch der Erfolg drin natürlich. Du bist fokussiert, du verfolgst deine Ziele. Es ist aber wieder eine Person, die ja, versucht, etwas zu erreichen. Ja, die kämpft um ihre Stellung in der Gesellschaft. Berufung, Ehrgeiz und Ambitionen sind da auch drin. Du bist sehr fokussiert und du versuchst da eben auch einen Weg zu finden, um deinen Platz in dieser Welt auch zu bestimmen. Wo du deinen Stab hinsteckst, da bleibst du, da bist du. Aber du bist eigentlich als Schütze auf der ganzen Welt zu Hause. Also du musst keinen konkreten Platz haben. Ja, du bist ein offenes, reisefreudiges Wesen, normalerweise, wenn möglich. Ja. Und vielleicht bremst dich das hier auch momentan ein bisschen aus. Was ist deine humanitäre Identität? Also wie ist deine soziale Einstellung in diesem Jahr? Da ist der Ritter der Münzen. Das ist nicht schlecht. Das bedeutet, dass du vorsichtig bist und langsam Kontakte in Angriff nimmst. Dass du es nicht eilig hast. Ja? Dass du nicht andere brauchst. Ja? Du bist auch vielleicht in einer Routine festgefahren. Du brauchst Zeit, Vertrauen zu finden zu anderen. Da ist eine große Liebe da, auch eine große Fürsorge für die Menschen, aber sie haben vielleicht hier auch ein Stück weit damit nicht, sind sie nicht gut umgegangen. Und deswegen bist du sehr, sehr vorsichtig und schaust dir deine Gegenüber sehr genau an. Ja? Aber wir haben Klarheit und Wahrheit, das weißt du. Da muss ich dir nicht groß was erzählen. Kommen wir zu deiner Hingabe. Zu deinem Weg nach innen, wozu bist du, zu welchen Opfern bist du bereit? 3 der Münzen. Du bist trotz aller Schwierigkeiten, die du gefühlsmäßig oder vielleicht auch persönlich hast momentan, bereit, mit anderen im Team zu arbeiten. Auch Erdenergie. Das passt sehr gut zusammen. Ja? Und die Gefühle solltest du nicht außer Acht lassen. Deine Gefühle sind da und sie äußern sich auch manchmal. Vielleicht ist das auch die Schwierigkeit, weil, wie gesagt, wir haben hier den Rückzug, wir haben hier die Enttäuschung, wir haben hier den Schmerz, den du in dir trägst, ja. Und ich bin nur froh, dass da keine 3 der Schwerter drin ist, weil du das überwinden kannst, ja. Du gibst nicht auf, überhaupt nicht. Und egal, was auch passiert, wie schlecht es dir geht, du gibst nicht auf, du bleibst dran. Aber du hast Schwierigkeiten mit deiner Umwelt, du hast Schwierigkeiten mit deinem nahen Umfeld und vielleicht die Klarheit kann dafür sorgen, dass du versuchst, dich zu befreien und dein,
ich sag mal, Feld, dein privates Feld zu erweitern. Das könnte 2021 gelingen, wenn du auf dich achtest, wenn du auf deine Gesundheit achtest, wenn du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst und geduldig bist mit dir selbst und mit anderen. Ja, es gilt ja auch, mit dir selbst Geduld zu haben. Das ist die Erfolgskarte. Ja, und auch die Königin der Münzen, absolut eine Erfolgskarte. Du arbeitest auf dein Ziel hin, langsam, aber kontinuierlich. Du gibst nicht auf und du bist zur Zusammenarbeit bereit. Aufrichtig und ehrlich. Und wenn deine Mitmenschen nicht aufrichtig und ehrlich sind, dann wirst du denen das sagen. Und dann bist du auch bereit, Kontakte abzubrechen. Du bist bereit, dich zurückzuziehen, wenn die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit nicht erfüllt wird. Ja? Das ist krass, muss man sagen, aber du hast diese Entscheidung für dich getroffen. Alle Menschen, die dich belogen, betrogen haben, vielleicht in der Vergangenheit, ja, die können mit dir zusammenarbeiten, aber nur in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Ja? Nichts anderes. Und da bist du wenig gefühlvoll, obwohl deine Gefühle da sind, vielleicht auch für Menschen, die dir schon in der Vergangenheit Schwierigkeiten gemacht haben. Aber du weißt genau, was du willst und du weißt genau, was für dich relevant ist. Und da gibst du auch nicht auf. Ja? Schauen wir uns jetzt mal an, wie das in den einzelnen Monaten aussieht. Wir machen die gleiche Legung für jeden einzelnen Monat nochmal und schauen dann genauer hin, erstmal was astrologisch los ist und dann, wie sich das auch noch vertiefen lässt mit zusätzlichen Karten. Schauen wir uns das mal an. Bis gleich. So, mein lieber Schütze, dann wollen wir mal mit dem Januar 2021 beginnen. Was haben wir denn da? Zu Jahresbeginn natürlich Planung im Saturnjahr, ganz klar. Und natürlich kannst du diese Liste, die du dir erstellst, was du erreichen willst oder was möglich ist oder was du tun musst, immer wieder aktualisieren, ganz klar. Und du kannst alles notieren, was du möchtest. Und ja, du sollst dich nur das ganze Jahr daran erinnern, was deine Ziele sind. Wir haben Jupiter, der zu die meiste Zeit des Jahres im Wassermann sich befindet, sehr günstig für die Schützen. Und ja, wir hatten eine Verbindung Jupiter und Saturn und du hattest jetzt bis zum 8. Gelegenheit, Feinjustierungen vorzunehmen. Das solltest du natürlich auch tun. Wir haben zeitweise Jupiter in den Fischen, ja, und da kann es natürlich auch mal ein bisschen schwieriger werden. Ja. Bei der Rückläufigkeit gilt es, dran zu bleiben im laufenden Jahr. Wir haben ja auch Saturn im Wassermann. Ja. Ja, wir hatten auch im vergangenen Jahr Hindernisse, Schwierigkeiten für den Schützen. Ausdauer und Zähigkeit bekommst du auch weiterhin. Durchhaltevermögen, klar. Ne? Die Rückläufigkeit soll dich dann im Mai dazu veranlassen, ja, Dinge erstmal abzuschließen, neu beginne erst, wenn du das Alter abgeschlossen hast und aus den Fehlern zu lernen, die sich natürlich einschleichen können. Ja. Uranus im Stier ist weit entfernt und ja, ich denke mal, dass du auch ohne ihn gut auskommst. Neptun kann bisweilen ja, dafür sorgen, dass du ein bisschen faul wirst. Man, ja, kann passieren. Also das ist ja auch mal nicht schlecht. Du solltest dann nur nicht dabei bleiben. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Pluto hat keinen Einfluss, der spürbar wäre für dich. Also du musst dich selbst motivieren, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Bis 6. Januar hatten wir Widder, Mars im Widder. Und vom 6. Januar bis 4. März Mars im Stier. Das ist sehr pragmatisch, sehr ruhig. Ja. Und sorgt nicht dafür, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt alles auf einmal tun.
Danach kann es natürlich wieder ein bisschen anders aussehen, aber wir sind jetzt erstmal in dieser Phase, wo Mars im Stier sich bewegt. So, du hattest Venus bis zum 8. im eigenen Zeichen, danach im Steinbock, da passierte nicht viel. Vom 8. Januar bis 1. Februar, ja, da ist Venus praktisch nicht aktiv und erst danach wird es wieder ein bisschen anders. Aber wir sind ja jetzt im Januar. So, was haben wir mit Merkur? Der wird ja am 30. Januar rückläufig, das habe ich auch ganz oft schon erwähnt, weil das immer auch eine Katastrophe ist. Also du hast günstige Zeiten für deine geschäftlichen Dinge und auch private Dinge, die Pläne voranzubringen bis zum 15. März, aber du musst die Rückläufigkeit eben beachten vom 30. Januar bis 21. März. So, im Januar. Du kannst dich oder konntest dich am 10. gut konzentrieren. Am 11., also heute, wo ich das mache, kannst du Dinge voranbringen. Bis zum 24. solltest du das, was noch nicht erarbeitet wurde, hinbekommen, fertigstellen, damit du am 29. dann mal eine kleine Ruhephase hast. Schauen wir uns das jetzt mal in den Karten an. Was haben wir für den Schützenwups im Januar? Wir haben das Ass der Kelche. Und das Ass der Kelche besagt ja, du sollst deinen Kelch füllen, du sollst dich um dich kümmern, um deine Eigenliebe. Da hatten wir vorher die Königin der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Und es geht darum, gut zu dir zu sein. Sei gut zu dir. Ja? Wenn du vielleicht auch dich einsam fühlst oder dich von anderen nicht so gut behandelt fühlst, kümmere dich um dich selbst. Was haben wir noch im Januar? Wir haben das Rad des Schicksals. Wir haben die 6 der Schwerter und wir haben die Sonne. Wow. Positive Energie, positive Gedanken, die Dinge voranbringen. Du gibst nicht auf, auch wenn du Schmerz in dir trägst. Du gehst langsam voran, aber du gehst voran. Auch wenn es manchmal nicht direkt spürbar ist, wir haben das Rad des Schicksals, das geht eben langsamer. Deine Eigenliebe wächst auch wieder. Die 6 der Schwerter bedeutet im ruhigen Gang, du hast keinen Stress, höchstens den du dir selbst bereitest. Und du hast positive Energie, du hast positiven Start in das Jahr 2021. Also ich denke mal, besser kann man nicht beginnen. Ja? Also je positiver du das siehst, desto besser. Und Gedanken sind ja auch wichtig. Eigenliebe, kümmere dich um dein Wohlergehen, um dein Vorankommen, dass du dich wohlfühlst. Kommen wir jetzt in den Februar. Am 6. Februar könnte jemand dich herausfordern. Das muss nicht schlecht sein. Ne? Also herausfordern heißt zu etwas animieren. Am 8. Lässt du dir nichts vorgaukeln. Und am 11. solltest du einen schönen Tag mit deinen Lieben verbringen. Vom 13. bis 14. haben wir Gespräche, Diskussionen und auch Austausch mit anderen. Das kann sehr gut sein. Wir haben dann die Sonne auch im Wassermann. Und ich schaue mal eben, ob ich noch Hinweise bekomme. Pluto war ja klar. Wir haben immer noch dann Mars im Stier. Wir haben Venus bis 1. Februar im Steinbock und danach im Wassermann. Und da hast du vom 1. bis 25. Februar die Möglichkeit, Kontakte wieder zu erneuern oder neue Kontakte in Gang zu setzen. Ja. Vom 25. Februar bis 21. März mit Fische Venus, da triggert Neptun. Und da kann eben dieses, ach, es ist mir alles egal, eine Rolle spielen. Oder da ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, diese Faulheit oder dieses, ach, es ist eh alles egal, so ein bisschen drin. Pass da bitte auf, ja, bleib dran, ja. Es ist wichtig, dass du dich nicht von deinen Zielen abbringen lässt. Ja, Merkur ist günstig bis 15. März und bis 21. rückläufig. Das heißt, in der Zeit, wo Merkur rückläufig ist, ist ja Chaos für alle. Da solltest du dran denken, dass auch andere sich komisch ausdrücken, dass auch sie falsch verstehen können, du natürlich auch. Es kann auch sein, dass da viele Dinge nicht so klappen.
Ja. Was haben wir denn für dich im Februar? Wir haben die zwei der Münzen. Es gilt abzuwägen. Was ist zu tun? Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Probiere ich mich aus? Fahre ich zweigleisig? Erdenergie, also gut überlegen. Auch wieder nachfragen vielleicht, Rat suchen, je nachdem. Wir haben den König der Schwerter, da ist die Ratsuche. Da ist die zwei der Stäbe. Du stehst vor einer Entscheidung, aber du hast Erfolg. Das sieht gut aus. Sechs der Stäbe ist die Erfolgskarte. Das heißt, du triffst die richtige, korrekte Entscheidung. Aber es gilt da was zu klären mit dem König der Schwerter im Februar. Es gilt, eine Entscheidung zu treffen. Zwei der Münzen, zwei der Stäbe. Du wirst Erfolg haben im Februar. Und das ist doch hervorragend. Schauen wir uns an, was so im März passiert. Was haben wir denn im März 2021? Was haben wir im März für den Schützen? 4. März bis 23. April ist Mars in den Zwillingen. Das macht dich ein bisschen fahrig und nervös. Wenn wir dazu berechnen, dass dann auch Venus in die Fische geht und du dann so ein bisschen, ach, ist mir alles egal, Mentalität hast, aufpassen, vorsichtig sein. Ja? Du könntest über deine eigenen Füße stolpern, die Unfallgefahr ist erhöht. Ja? Da solltest du sehr, sehr aufmerksam sein, sehr, sehr aufmerksam. Ja? Fische, Venus, 25. Februar bis 21. März. Wie gesagt, da könnte dir passieren, dass du alles hinter dir lässt und so ein bisschen ein, ich sag's jetzt mal, wie es ist, scheißegal Gefühl an den Tag legst. Das solltest du unterlassen. Such dir Hilfe, such dir Unterstützung, such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. 21. März bis 14. April bist du unterwegs. Ja, da haben wir nämlich dann Venus im Widder. Ja, da bist du auf Tour. Ja. Da ist Bewegung, da kommt Bewegung in den Schützen. Ja. Wir hatten jetzt bis 21. Februar Merkur rückläufig, dann haben wir positive Zeiten bis 15. März und wir haben danach, ich gucke mal gerade, keine vorschnellen Versprechungen. Ja. Keine überhöhten Vorstellungen, bitte. Ja. Fair bleiben, wichtig. Im März kannst du dich gut artikulieren, du kannst die Dinge gut rüberbringen und das könnte dir auch im März weiterhelfen. Wie gesagt, nicht zu selbstgerecht werden und auch nicht zu ungenau in dem, was du tust. Ja. Es kann sein, dass du dir ein bisschen was vormachst oder vormachen lässt. Du sollst deine Bedürfnisse auch mitteilen, deinen Mitmenschen, ja. Nicht als Befehl, sondern als Wunsch. Vom 20. bis 23. könnte etwas schwieriger werden, ja. Aber du kannst dich durchsetzen, wenn du diszipliniert und akribisch mit Saturn arbeitest. So, dann haben wir ja zum Ende des Monats hin, dass du bewegungsfreudiger wirst. Das könnte Sport sein, das könnten Unternehmungen sein, ja. Keine, ich sag mal, verbitterten Äußerungen zum Ende des Monats hin, ja. Du bist ein bisschen vernagelt und ein bisschen selbstgerecht vielleicht auch und denkst, deine Meinung wäre die einzig richtige. Sei vorsichtig damit, hör dir andere Meinungen an, ja. Denn es, wenn du an deinen Zielen dranbleibst und trotzdem tolerant und entgegenkommen bist, wird sich das auf jeden Fall für dich lohnen. Schauen wir uns jetzt an, was wir in den Karten haben. Wir haben das Rad des Schicksals. Also du stellst mehr oder weniger die Weichen für das weitere Fortkommen, wenn du entgegenkommen bist. Wir hatten die Königin der Kelche hier. Es bedeutet, dass du eben auch entgegenkommend sein kannst. Vielleicht mit den Fischen im März kann es natürlich sein, dass deine Gefühle so ein bisschen nach vorne kommen. Wir haben Krebsenergie. Du hast die Zügel in der Hand. Wir haben die Neun der Stäbe, das war die Energie, du gibst nicht auf und du hast den Herrscher.
vorsichtig mit dem Herrscher. Ja? Nicht zu selbstgerecht, nicht zu egoistisch und nicht zu auftrumpfend. Ja? Du bist tolerant und du bist entgegenkommend. Nur wenn dich jemand ärgert, kannst du dann zum Beispiel diesen Herrscher raushängen lassen, weil dir alles zu viel wird oder die Leute dich ein Stück weit, ja, ich sag mal, unterschätzen. Du wirst gerne als Schütze unterschätzt. Das liegt einfach daran, dass du nicht so mit deinem Wissen oder mit dem, was du so kannst, ja, so hausieren gehst. Und wenn du dann zu gering geschätzt wirst oder eingeschätzt wirst, sagen wir mal lieber, dann kann dich das schon wütend machen. Aber bitte nicht mit Hochnäsigkeit, mit Arroganz. Bitte nicht. Sei einfach du selbst und sag den Leuten, dass sie falsch liegen. Und da musst du dich nicht rechtfertigen durch Arroganz oder so. Es ist wichtig, dass du anerkennst, dass andere eben eine andere Art und Weise haben, mit den Dingen umzugehen. Ja? Und das ist wichtig im März, weil eben ja, auch Fische, Sonne da ist und auch Venus in den Fischen dafür sorgen kann, dass deine Gefühle ein bisschen Achterbahn fahren. Königin der Kelche, was wir eben hatten, diese Fürsorge ist auch manchmal dramatisch und das wollen wir nicht, ne? Gehen wir jetzt in den April 2021. Da haben wir die Sonne im Widder. Ja? Leidenschaftlich, okay. Liebe und Romantik könnten bis zum 7. eine Rolle spielen. Dafür ein bisschen miese Laune, 8. bis 11. Kann natürlich sein, dass du jemanden kennenlernst und du möchtest erstmal wissen, ob das auch wirklich was werden könnte. Du bist sehr energetisch aufgeladen durch Venus in den Zwillingen natürlich und die Sonne im Widder, klar. Und Mitte des Monats kannst du Dinge prima hinbekommen. Vertragsdinge laufen und du unterhältst dich gern, du bist sehr kommunikativ. Bis zum 19. sollte das alles sehr gut klappen. Schauen wir uns jetzt an, was wir hier im April noch haben. Für den Schützen, der 23. April bis 11. Juni. Ja, wir hatten da die neuen Stier, dann hatten wir Zwillinge, da haben wir Mars im Krebs und das ist wirklich ein bisschen lahm, ein bisschen wenig passiert da, ja. Das ist vielleicht der Wagen im März hier, der auch so ein bisschen darüber strahlt. Könnte ja sein, dass die Krebsenergie nicht so motivierend ist. Ja. Es kann ein bisschen nörgelig machen, klar. Was haben wir denn im April für 21. März bis 14. April? Ja, da hatten wir Fische. Jetzt haben wir Widder. Venus, ja, du willst raus, ja, du willst raus. Also wir haben Venus im Stier vom 14. April bis 9. Mai. Da passiert auch nicht so viel. Also 21. März bis 14. April Widder Venus und vom 14. April bis 9. Mai Stier Venus. Mit der Stier Venus kannst du nicht viel reißen, aber es macht dich pragmatisch und genau. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Wir schauen mal, 6 der Kelche, Vergangenheit. Es hat was mit Nostalgie zu tun im April. Ja. Vielleicht nimmst du Dinge aus der Vergangenheit auf, triffst jemanden aus der Vergangenheit. Kontakt, das könnten Gespräche sein. Das ist das Ass der Kelche und das ist die 2 der Schwerter. Das heißt, der Kelche ist ja deine eigene Wertschätzung, wie du dich, fühlst oder wie du dich um dich kümmerst. Kontaktaufnahme, vielleicht nimmt jemand Kontakt auf mit den 2 der Schwertern, bist du da zurückhaltend, ja, du bist da sehr distanziert, will ich nicht sagen, aber vorsichtig. Wir haben ja gehört, es gibt die Möglichkeit, dass du da jemanden kennenlernen könntest, dich neu verliebst oder auch in der Beziehung selbst vielleicht Gespräche führst, die sehr schön sind, aber du bist zurückhaltend. Ja? Ja, ich denke mal, es ist diese Energie, die wir vorher unten hatten, dass du ein Stück weit von Dingen geprägt wurdest, die nicht so schön waren, Entschuldigung, die nicht so schön waren für dich und die dich vielleicht auch
davon abhalten, so voll und ganz aus dir rauszugehen. Muss ja nicht schlecht sein. Der Page oder der Ritter der Münzen, besser gesagt, ist die Energie, dass man langsam vorgeht. Und das ist auch okay. Ja, auch mit Menschen, die man wieder trifft. Ja, weil wir alle verändern uns mit der Zeit. Und das muss ja nicht heißen, dass das schlecht ist. Aber man muss sich ja erst wieder neu kennenlernen, sozusagen. Kommen wir jetzt in den Mai. Da haben wir ja Stier, Sonne. Das ist ja Erdenergie. Ich denke mal, dass da nicht so wirklich viel passiert. Wir hatten ja auch dann hier Mai. Wir haben 23. April bis 11. Juni ist halt auch, ich denke mal, Mars im Krebs. Ja, Mars im Krebs. Und das ist bis 11. Juni, also das ist den ganzen Mai über. Und naja, da passiert leider nicht so viel, obwohl du vielleicht das Gefühl hast, es müsste endlich mal sich was tun. Dann haben wir 14. April bis 9. Mai so rum. Venus im Stier, auch nicht viel passieren. Und dann Venus im Krebs vom 2., ne, das ist später, vom 9. Mai bis 2. Juni. Dann dürfte da die da passiert nicht viel. Also mit Venus da im Mai passiert nicht so wirklich viel. Ja, also da kannst du dann nicht darauf zählen, dass da großartige Dinge passieren. Aber schauen wir mal, was Merkur da zu bieten hat. Der wird auch Ende Mai wieder rückläufig. Ja. Kritisch steht Merkur vom 4. Mai bis 11. Juli. Ja. Also Kommunikation könnte haken im Mai. Ja. Also das ist schwierig. Was haben wir sonst noch? Du kannst bis zum 12. mit Argumenten punkten, am 20. in Beziehungen. Ja. Wichtig ist, dass du keine unnötigen Ausgaben tätigst im Mai. Vorsichtig, wie gesagt, mit unnötigen Ausgaben. Am 27. hat Neptun wieder Einfluss und lässt dich denken, dass alle gegen dich sind. Ja. Es kann aber auch sein, dass du, wie gesagt, aus diesen gegebenen Erinnerungen heraus agierst. Das lässt sich aber dann am Ende des Monats widerlegen und du bist gesprächsbereit. Aber wir haben halt ab 30. Mai Merkur rückläufig. Ne? Und ich schau mal gerade, wie lange das geht. Merkur rückläufig. Also 30. Mai bis 22. Juni, da ist Merkur rückläufig. Was haben wir im Mai? Die 7 der Schwerter. Okay, 7 der Schwerter heißt ja, sich was vormachen oder jemand möchte dir was vormachen. Vielleicht behältst du auch bestimmte Dinge für dich. Das schauen wir uns genauer an. Was ist im Mai die 7 der Schwerter? 8 der Kelche, 10 der Kelche und Ritter der Kelche. Also, ich denke mal, wenn ich die 7 der Schwerter sehe, mit den Gefühlsäußerungen hier, 10 der Kelche, da könnte dir wirklich jemand vielleicht etwas vormachen, ja, und du bist da sehr vorsichtig. Also wir haben hier die 2 der Schwerter gehabt, wir haben hier die 7 der Schwerter, du bist da äußerst vorsichtig. Du darfst entgegenkommen, du darfst auch Offerten, ich sag mal, berücksichtigen, aber du bist sehr, sehr zurückhaltend, was Beziehungen betrifft, was ja auch verständlich ist, ne? Nichtsdestotrotz solltest du natürlich nicht irgendwie böse darauf reagieren. Du solltest das für dich ausmachen. Wir hatten ja Daten hier.
im Mai, wo du dann so ein bisschen über, ich glaube am 27. warst, wo du dann ein bisschen zu hart reagierst und das solltest du versuchen zu vermeiden. Kommen wir jetzt in den Juni. Man, also mit der Königin der Schwerter sorgst du für klare Ansagen. Ja? Und deswegen kommt da auch im Juni kein Missverständnis auf. Wir haben zwar Merkur rückläufig bis zum 23., aber du lässt dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja? Du bist auf der Höhe, du weißt, was du tust, auch im Juni. Aber es kann sein, dass du Mitte des Monats vielleicht das ein oder andere hinter dir lassen musst, was sich nicht verwirklichen lässt. Okay, dann haben wir am 30. Juni Mars-Saturn-Einfluss bis zum 2. Juli. Und das drückt auf die Stimmung. Ja? Da solltest du dich um das kümmern, was bis dahin liegen geblieben ist. Also Papierkram, solche Sachen. Ne? Mars-Saturn ist natürlich heftig. Ja? Mitte Mai bis Ende Juli wechselt auch Jupiter in die Fische und das ist eben im Quadrat zu deiner Sonne. Und das kann im Gefühlsleben auch zu der ein oder anderen ja, unnötigen und nicht schönen Gefühlsaufwallung führen. Wir haben auch Saturn rückläufig vom 23. Mai bis 11. Oktober. Also die Planeten sind momentan rückläufig. Das ist dann auch ja, schwierig. Neptun wird auch rückläufig vom 25. Juni bis 1. Dezember. Also alles rückläufig. Und da hast du das Bedürfnis, andere Dinge zu tun als sonst. Ja, in der Rückläufigkeit. Kannst du ja, wenn du deine bisherigen Tätigkeiten, Dinge, die du tust, nicht vernachlässigst. Wir haben jetzt vom 11. Juni bis 29. Juli Mars im Löwe. Auch da ist die Vorsicht drin, nicht zu übertreiben. Ja, das, was gemacht werden muss, okay, aber bitte nicht zu viel, ja, dass du da übers Ziel hinausschießt. Immer schön pragmatisch, eins nach dem anderen. Ja. Wir haben 2. bis 27. Juni Venus im Krebs. Ja. Und da passiert nicht viel, auch im Gefühlsbereich nicht. Außer, wie gesagt, dieses Quadrat in den Fischen, was natürlich dafür sorgen kann, dass du da ein bisschen mies drauf bist. Ja. Dann am 23. wird ja Merkur wieder vorläufig. Ja. Und du hast trotzdem gute Aspekte im Juni mit Merkur. Aber wie gesagt, da spielen ein paar mehr Aspekte eine Rolle. Da ist die 10 der Schwerter, über etwas hinwegkommen. Ja, da können Klärungen herbeiführen. Du sorgst ja dafür, dass es keine Missverständnisse gibt. Du bist sehr klar, sehr deutlich und dadurch wird auch das unmissverständlich mitgeteilt. Wir haben die 3 der Kelche Geselligkeit, wir haben die 2 der Kelche und wir haben das Ass der Schwerter. Da ist die Klarheit. Du sorgst in Beziehungen sowohl im privaten, also partnerschaftlichen Bereich, als auch, glaube ich, mit anderen Menschen, für ganz klare und deutliche Ansagen. Du weißt, dass du verletzt bist, du weißt, dass du über gewisse Dinge nicht hinwegkommst oder nicht hinweggekommen bist bisher. Und das sagst du den Leuten auch, dass du das nicht akzeptieren wirst oder dass du gewisse Dinge nicht akzeptieren wirst. Ganz ruhig, ganz entspannt, nicht sarkastisch oder böse, sondern eben, dass du mit deinen Mitmenschen, die dir nahestehen, auch sagst, wenn du schlechte Laune hast zum Beispiel. Ne? Wir haben ja gehört, dass mit dem Quadrat Fische in der Venus zum Beispiel, das dafür sorgt, dass du eben auch nicht die beste Laune hast und dich vielleicht auch selbst manchmal hinterfragst, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber im Juni ist es halt so, mit Krebs, Venus passiert halt nicht viel. Da kann auch manchmal das Verständnis für dich fehlen oder das Verständnis von dir für andere. Aber du machst klare, deutliche, unmissverständliche Ansagen, was ja schon mal sehr gut ist. Ja? Also wir haben schon das halbe Jahr bis dahin, so weit rum. Es ist okay, es ist eine tolle Entwicklung, was den Erfolg betrifft, was deine Geduld betrifft. Ein paar Sachen musst du mit agieren. Du bist ein bisschen sehr misstrauisch, du bist ein bisschen sehr zurückgezogen und du machst klare Ansagen für deine Mitmenschen. So weit, so gut. Schauen wir jetzt, wie das zweite Halbjahr beginnt. Dann schauen wir uns mal an, lieber Schütze, wie das in der zweiten Jahreshälfte aussieht.
Wir befinden uns im Juli. Im Juli haben wir die Sonne in Krebs. Und am 6. solltest du weder selber irgendwas jemandem versprechen, noch irgendwelchen Versprechungen unbedingt nachhängen, also die dir gemacht werden. Allerdings, das muss ja keine böse Absicht sein. Also das ist einfach so, dass man manchmal Versprechungen nicht einhalten kann aus Gründen. Und das solltest du auch dabei berücksichtigen. Du bist mit deinem Gegenüber partnerschaftlich oder auch freundschaftlich auf einer guten Spur. Toleranz, Offenheit, ja. Und du bist gut unterwegs von der Laune her. Du hast allerdings zum Ende des Monats wieder ja, die Neigung, vielleicht ein bisschen zu viel Geld zu verplempern. Und das kann so ein bisschen, ja, das solltest du vielleicht nicht tun, ja, Ende Juli. Denn das kann, ja, du fühlst dich ein bisschen zu toll und das kann eben auch zu Unfrieden führen, zu ja, Meinungsverschiedenheiten, zu Dingen, die vermeidbar sind. Ja. Schauen wir uns an, was wir im Juli noch haben für dich. Saturn ist weiterhin rückläufig, Jupiter ist bis Ende Juli rückläufig. Ja. Da ist er, nein, ist nicht rückläufig, er ist in den Fischen so. Und da kann halt, wie gesagt, mit Neptun immer so ein bisschen dieses, ach, ist mir egal, Gefühl dabei sein. Da solltest du nicht so sehr nachgeben. Also diesem Gefühl solltest du nicht so sehr nachgeben. Vielleicht fühlst du dich einfach zu toll oder versuchst wieder zu missionieren. Das wäre nicht so gut. Ja, dann haben wir Mars im Löwen bis zum 29. Das kann auch dazu führen, dass du dich ein bisschen zu selbstherrlich rüberbringst, ja. Du bist aber mit der Energie von Saturn trotzdem dran, deine Pläne zu verwirklichen, auch wenn er rückläufig ist. Vielleicht auch fein zu justieren. Nach dem 29. bis 15. September ist Mars in der Jungfrau und damit wirst du ja zur Meckertante oder zum Meckeronkel, ja. Und das kann auf Widerstand stoßen, selbstverständlich. Und das ist auch dann berechtigt. Ne? Du musst nicht an allem rumnörgeln. Versuche da ein bisschen toleranter zu sein. Du bist auch nicht fehlerfrei. Ja? Und wir haben sonst im Juli soweit die Dinge, die wichtig sind. Wir haben Gerechtigkeit. Ne? Das ist Waage-Energie eigentlich, also die Karte der Waage, Ausgewogenheit herstellen. Also wie gesagt, auf der einen Seite nicht überkritisch sein, sich nicht so auf Dinge verbeißen, die vielleicht mal gesagt oder versprochen wurden, selbst auch keine zu großen Versprechungen machen und dann auch nicht an dem rumnörgeln, was andere falsch machen, denn du bist, wie gesagt, auch nicht fehlerfrei. Wir haben die drei der Stäbe. Das ist Lernphase, das ist über den Tellerrand gucken, vorausschauend denken und handeln. Wir haben den Turm. Das kann vielleicht schief gehen, wenn du zu misstrauisch bist oder so. Oder du schaffst Platz für Neues, du willst Neues lernen. Kann ja auch sein mit dem Turm. Aber bitte achte darauf, dass du fair mit dir und anderen umgehst. Da ist deine Energie König der Stäbe. Vielleicht auch der Mars im Löwen, der dafür sorgt, dass du ein bisschen zu selbstgerecht rüberkommen könntest im Juli. Die Laune ist nicht schlecht, aber es gilt halt, auf dem Teppich zu bleiben. Auch wenn Saturn rückläufig ist, solltest du versuchen, pragmatisch an die Dinge ranzugehen. So wie du es vorher auch gemacht hast, auch wenn Dinge gut klappen, wenn Dinge gut funktionieren und du auf dem richtigen Weg bist, dann sei froh, dass das so ist und versuche nicht, ja, ich sag mal, zu übertreiben in irgendeiner Form. Das wäre ganz wichtig. So, wir haben jetzt den Juli, kommen wir in den August. Im August haben wir die Sonne im Löwen, weitestgehend, ja, und da kann natürlich auch mal was nicht klappen, nicht funktionieren. Wenn das der Fall ist, solltest du damit nicht deine ganzen Ideen und dein ganzes Vorankommen
als negativ betrachten, sondern tatsächlich hinterfragen, ob da was dran ist und ob man da vielleicht einen anderen Weg finden kann. Und wenn dir jemand ja irgendwas verspricht, was zu schön ist, um wahr zu sein, im August solltest du da auch noch mal genauer hinschauen. Denn du könntest vielleicht mit Neptun ein bisschen geblendet sein. Sachlich bleiben, wichtig. Und du hast eine tolle Power, denn Sonne im Löwen schenkt dir auch sehr viel körperliche Energie. Da solltest du nicht zu leichtsinnig werden und dich auch nicht, wie gesagt, zu selbstherrlich bei deinem Freundeskreis oder auch im Kollegenkreis zeigen. Wenn du da mal ausspannen willst und was anderes machen willst, wäre die Zeit so um den 25. rum geeignet. So, dann haben wir der Abstecher von Jupiter in die Fische. Da haben wir, Moment, ja, der ist vorbei. Jupiter ist wieder an seiner Seite. Ja. Und Saturn ist noch rückläufig, aber das bedeutet, dass du aus deinen Fehlern lernen sollst. Und wenn etwas abgelehnt wurde im August oder nicht so ankommt, wie du dir das versprochen hast selbst, dann solltest du aus diesen Fehlern einfach die Konsequenzen ziehen, also daraus lernen. Ja, die Selbsttäuschung mit Neptun spielt immer mal wieder eine Rolle, jetzt nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber du solltest immer hinterfragen, ob du an den Dingen dran bleibst oder ob du dir selbst vielleicht zu viel Ruhe gönnst. Ja, Ruhe sich zu gönnen ist auch gut so, aber du solltest auch nicht zu schnell zu schwarz sehen. Das ist auch wichtig, dass du dann sagst, okay, da mache ich eben gar nichts mehr. Auch nicht. Ne? Also du bist dabei, im August die Dinge anzupacken, auch die, die kritisch sind. Nicht zu viel nörgeln, auch nicht zu selbstkritisch sein, sondern die Dinge versuchen, sachlich anzugehen. Ja? Denn sonst hast du zu viel Gegenwind und fühlst dich von allen verlassen. Aber das hast du dann selbst zu verantworten. So, kommen wir jetzt in den September. Ja, nee, wir müssen noch die Karte legen für den August. Ne? Ja, Augustkarte haben wir die 2 der Stäbe. Es gilt, Entscheidungen zu treffen. Du stehst vor einer Weggabelung, wie gehe ich weiter? Wichtig dabei, wenn etwas nicht so klappt, wie du dir das vorstellst, dann heißt es nicht aufgeben, dann heißt es anders versuchen oder umschwenken, eine andere Idee verwirklichen. Da haben wir den Page der Stäbe, dein Fokus. Die 7 der Stäbe, das ist die Wehrhaftigkeit und den Magier. Magier ist Manifestation. Das heißt aber nicht, dass du deine Wehrhaftigkeit manifestieren sollst, sondern dass du dranbleiben sollst an dem. Es gilt, Entscheidungen zu treffen, welche Richtung du gehst, ja, und nicht maßlos zu verteidigen, was du gemacht hast oder dir selbst schön zu reden, sondern bleib sachlich. Du hattest hier als Einstellung die Königin der Schwerter und dabei bleibst du dann bitte auch im August, ja. Sei ehrlich zu dir selbst und in letzter Konsequenz natürlich auch ehrlich zu anderen, wobei du da natürlich nett bleiben kannst. Okay, kommen wir jetzt in den September. Ja, 29. Juli bis 15. September, habe ich ja schon gesagt, Mars in der Jungfrau, nörgelig unterwegs. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts, ja, weil das, wie gesagt, auf Gegenwehr trifft und du möchtest ja nicht, dass die Leute sich gegen dich verbünden und mit dir nichts zu tun haben wollen, weil du eben nur meckerst, ja. Wir haben aber ab 15. September den Mars in der Waage. Das ist wieder dieses ausgleichende Temperament. Da bist du viel, ja, wie sage ich mal, diplomatischer und verbindlicher unterwegs. Ja, das geht bis zum 30. Oktober. Das heißt, die Waage-Mars-Konjunktion hast du bis Ende Oktober. Das ist schon mal gut. Das ist persönlicher, das ist so ein bisschen partnerschaftlicher. Was haben wir mit Venus? Da hatten wir ja auch bis zum 10. September, ja, mit Venus in der Jungfrau nicht viel am Hut. Und bis 7. Oktober, ne? Dann haben wir auch noch dann im Oktober dann auch Venus im Skorpion. Also das ist dann nicht so der Burner, aber du bist versöhnlicher mit der Waage, das ist gut.
Und am 11. Oktober wird Saturn wieder vorläufig. Und Saturn passt natürlich auf, was du bis dahin schon gemacht hast in seiner Rückläufigkeit und haut dir auf die Finger, wenn das nicht gut geworden ist. Ja, dann haben wir 27. September bis 18. Oktober Merkur rückläufig. Da ist wieder Chaos angesagt, ja. Und trotzdem hast du positive Energien im September. Der beginnt nicht so angenehm vom 1. bis 4. Und da ist halt Routine drin. Und du kannst wichtige Dinge angehen, sollst du auch. Und das wird sich auch lohnen nach dem 5. Dann haben wir auch positive Aspekte in Sympathie und so weiter. Auch finanziell läuft es. Am 14. September, wie gesagt, auch wieder etwas, was nicht so klappt, wie du dir das vorgestellt hast. Ja? Aber du bekommst Impulse von außen. Und Ende des Monats bist du sehr, sehr risikofreudig. Und dein, ich sag mal, Pragmatismus mit Saturn zahlt sich zum Ende des Monats September auf jeden Fall aus. Also ich denke mal, dass du auf der Erfolgsspur bist. Du musst kleine Hürden nehmen, du musst kleine Niederlagen einstecken, aber im Großen und Ganzen läuft es. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Da haben wir den Neubeginn mit der Welt im September. Wow! Also, du lässt einen alten karmischen Zyklus hinter dir, in dem du mit Saturn gegangen bist, obwohl er rückläufig war. Jupiter schenkt dir vielleicht auch die ein oder andere günstige Einsicht oder einen günstigen Zufall, wie auch immer. Wir haben die Welt sogar doppelt. Wir haben aber die 9 der Schwerter und wir haben die 7 der Münzen. Die 9 der Schwerter bedeutet, dass du dir vielleicht unnötige Sorgen machst. Du siehst manchmal durch Neptun, denke ich, auch ein bisschen zu schwarz. Ja, du siehst entweder schwarz oder weiß. Das ist nicht gut. Du musst dich an die Fakten halten. Also nicht an das, wie du das vielleicht im Gefühlsschwang, Überschwang vielleicht siehst, sondern sachlich. Ne? Stell die Fakten gegenüber und wähle dann weise. Die 7 der Münzen bedeutet auch, dass du aufpassen musst, wofür du dein Geld einsetzt, wo du dich engagierst, wo es sich lohnt, wo es sich nicht lohnt. Also ganz pragmatisch daran gehen. Auch mit der Sonne in der Jungfrau und natürlich mit Venus in der Jungfrau. Und dann, ich denke mal, mit Venus im Löwen hast du viel Power und Sonne im Löwen natürlich auch, aber dann mit Jungfrau in Venus und Sonnenzeichen solltest du pragmatisch bleiben. Geh mit der Jungfrau, mit der Energie daran zu bleiben. Und wie gesagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, behalte es für dich. Sprich darüber, was dir in dir vorgeht. Ja? Wir hatten ja auch die Klarheit und Wahrheit, dass du die Dinge beim Namen nennst und dich nicht, hier hatten wir das auch, dass du eben auch sagst, wenn du dir Sorgen machst, ja, und dass du deshalb vielleicht nörgelig bist oder so. Sei offen und ehrlich, aufrichtig. Du musst nicht alle Details verraten, aber du musst auf jeden Fall dich äußern dazu. Mit der Welt, denke ich mal, hast du eine Menge gelernt bis September schon. Du hast eine Menge umgesetzt und du kannst neu starten. Und das ist auch im Zusammenhang mit anderen. Ich denke auch mal mit Teamplay, das ist ja auch deine Energie. Und das finde ich auch sehr gut. Schauen wir uns jetzt an, wie es im Oktober weitergeht. So, ab 4. Oktober positive Entwicklung, auch wahrscheinlich finanziell. Du bist, ja, ich denke mal, sehr weit vorangeschritten und hängst dich auch richtig rein. Bitte um den 9.10. herum nicht auf deinem Standpunkt beharren und rechthaberisch sein oder so. Denn das könnte Chaos verursachen, Streit. Ja. Am 13. ja, haben wir ein bisschen friedvolle Energie. Der 15. ist ein Glückstag, 15.10. Und auf einmal geht alles wie von selbst. Ja. Du solltest dir zwischen 16. und 17. mal eine Auszeit gönnen, wo du dir mal was Gutes tust. Das heißt nicht unendlich Geld ausgeben, aber weiß ich, eine Massage, Kosmetikbehandlung, irgendwas Schönes solltest du dir gönnen. Vom 17. bis 20.
Da bekommst du entsprechend positives Feedback. Und am 27. geht wieder was den Bach runter. Ja, das kann in persönlichen Bereichen sein, aber auch geschäftlich. Und du solltest am Ende des Monats einfach mal gucken, ob du ja mehr mal ein bisschen Abwechslung suchst. Aber wie gesagt, immer nicht übertreiben mit dieser Konstellation mit Neptun, immer vorsichtig sein. Ja, Jupiter ist an deiner Seite und Entschuldigung. So, wir hatten die Nörgelei hinter uns gelassen und 15. September bis 30. Oktober haben wir ja Mars in der Waage und da bist du sehr diplomatisch. Und die Zeit vom 30. Oktober bis 13. Dezember, da ist nicht viel Energie von Mars zu erwarten, bis gar keine. Ja. Erst ab 13. Dezember bis über das Jahresende hinaus in deinem Zeichen. Also ich sag mal im Oktober und November Mars ohne Einfluss. Du solltest dich sportlich betätigen, das übrigens im ganzen Jahr. Aber eben halt auch schon mal auf diese Unfallgefahr achten. Wenn du nervös bist oder irgendwas, dann kann das schon mal schief gehen, deswegen vorsichtig damit. Dann haben wir Sendepause, was Venus betrifft, bis 7. Oktober. Und erst wieder interessant, 5. November bis Jahresende, wenn Venus im Steinbock steht. Ja, okay. Leidenschaftlich hatten wir nur mit Venus 16. August bis 10. September. So, da war sie in der Waage, die Venus. Dann Venus in der Jungfrau abhaken. Und 7. Oktober bis 5. November ist eine schöne Zeit. Danach kannst du Venus vergessen. Also 7. Oktober bis 5. November im Kalender notieren. Ja. Und es kann auch sein, dass da finanziell einiges Gutes läuft. So. Dann haben wir wieder Rückläufigkeit vom 27. September bis 18. Oktober. Ja, wo ich ja sagte, dass Merkur trotzdem positiv für dich geneigt ist. Und ab 18. Oktober sind die Rückläufigkeiten Merkurs auf jeden Fall vorbei. Alles, was bis dahin, also in der Zeit der Rückläufigkeit noch nicht erledigt werden konnte, aufgrund der Rückläufigkeit, durch Verzögerung und so weiter, solltest du ab dem 18. Oktober in Angriff nehmen. Schauen wir uns jetzt an, was die Karte sagt. Wir haben den Gehängten. Da ist Stagnation drin. Das liegt wahrscheinlich auch an Merkur rückläufig. Das bedeutet aber, dass du dir einen Gesamtüberblick verschaffen solltest mit dem Gehängten. So deine Gesamtsituation mal checken solltest. Was haben wir noch? 4 der Münzen Geld zusammenhalten. Da haben wir die Vergangenheit und da haben wir die 5 der Kelche. Okay, der Oktober ist vielleicht auch ein Monat, wo du an ja, der Vergangenheit hängst oder traurig bist über etwas aus der Vergangenheit. Lass dich davon nicht runterziehen. Ja, die Vergangenheit ist passé. Vielleicht kommt da auch was aus der Vergangenheit zu dir, auf dich zu, wie auch immer. Du solltest da sehr pragmatisch rangehen. Du solltest erstmal die Lage checken und dich nicht davon irritieren lassen, sondern erstmal ja, überblicken, was da eigentlich los ist. Wir haben ja gesagt, mit Merkur rückläufig nichts unterschreiben, nichts machen, keine Verträge, du kennst das. Und es ist wichtig, dass du den Überblick behältst, also wie ein Beobachter fungierst. Im Oktober hauptsächlich. Ne? Die Dinge sind mal gut, mal nicht so gut. Mit der Rückläufigkeit solltest du halt keine finanziellen Risiken eingehen. Es kann ja sogar Gutes zu dir kommen, aber du musst dazu selbst gar nicht so viel beitragen. Du musst einfach deiner Routine nachgehen. Okay, kommen wir jetzt. Also Oktober war ja Sonnenzeichen Waage, auch ausgleichend, harmonisierend. Wobei ich sag mal, mit den 4 der Münzen, mit der Vergangenheit und den 5 der Kelche, da ist eine Enttäuschung drin im Oktober. Wie auch immer die aussehen mag, stell dich darauf ein. Ich denke, das ist etwas aus der Vergangenheit. Kommen wir jetzt in den November 2021. Ja? Ab 1. November läuft es gut. Wir haben die Sonne im Skorpion. Und du bist sehr hartnäckig, was deine Überzeugung betrifft.
Du sollst auch konsequent bleiben und deine Dinge sind wirklich gut geplant, wahrscheinlich aus dem Oktober heraus noch. Du solltest dich da nicht von deiner Linie abbringen lassen. Das ist schon interessant, ja. Denn die Dinge, die du dir überlegt hast, sind sehr gut. Was haben wir mit Venus? Die ist bis 5. November sehr positiv. Und ideal für persönliche Dinge und wie gesagt auch finanziell sehr positiv. Danach ist sie im Steinbock und dann kannst du eigentlich das abhaken. Ja, und dann haben wir mit Merkur, wenn der wieder direkt läuft, bist du stark mit Merkur unterwegs und auch wie gesagt sehr pragmatisch, das kommt natürlich auch gut an. So, was haben wir noch? Ja, Merkur hatten wir schon, Venus hatten wir schon. 30. Oktober bis 13. Dezember, ziemlich ruhig und Mars. Mars ist bis zum 13. Dezember dann ohne Einfluss, ja. Also, wie gesagt, du brauchst halt ein bisschen Ausgleich durch Sport und solche Sachen. Immer aufpassen, dich von Neptun nicht täuschen lassen, also dir selbst auch nichts einreden, acht auf deine Gedanken, was du manifestierst, ja. Wir haben Saturn, der ja auf jeden Fall auf Pragmatismus achtet und wir haben, wenn zwischen dem 23. und 24. 11. Haben wir Konfliktpotenzial, ja, da geht Jupiter kurzzeitig, glaube ich, auch in die Fische und da solltest du auf jeden Fall aufpassen, Ende November. Schauen wir uns an, was die Karte sagt. Wir haben die 2 der Kelche, da ist Beziehung drin, Partnerschaft, sich auf Augenhöhe begegnen. Das muss jetzt nicht Paarbeziehung sein, das kann auch Geschäftsbeziehung sein oder Familie. Dass man sich auf Augenhöhe begegnet, das ist gut. Wir haben ja gehört, du sollst konsequent in deinen Entscheidungen bleiben. Das beruht, denke ich mal, sehr auf Geschäftliches. Schauen wir uns an. Königin der Schwerter, da ist sie wieder. Da ist der Neubeginn und da ist der Mond. Da können ein paar, ich denke mal auch hier aus dem Oktober, Gefühle hochkommen, die du bis dahin vielleicht auch nicht so hast an die Oberfläche kommen lassen. November ist eine tiefgründige Zeit mit Skorpion-Energie von der Sonne her. Und da die Jahreszeit ist ja auch nicht gerade schön, es ist alles dunkel. Vorweihnachtszeit kann natürlich schön sein, aber ich denke mal, dass da auch so ein paar Dinge hochkommen. Zum Ende des Jahres, Richtung Feiertage, kommen einem sicherlich auch manchmal Erinnerungen. Aber du bist dir klar darüber und du kannst dagegen, du kannst das auch äußern. Deinen Mitmenschen gegenüber, warum du vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen melancholisch bist oder ähnliches. Also es wäre wichtig, der Neuanfang ist da, die Planung fürs nächste Jahr vielleicht auch, je nachdem. Und wir gucken uns das Jahresende an. Wenn die Sonne in dein Sternzeichen geht ab 21. November, Sonne im Schützen und das sollte für dich auch eine positive Energie beinhalten. So, also Jupiter steht dir ja auch zur Seite, Saturn steht dir zur Seite und der war bis zum 1. Dezember oder ist bis zum 1. Dezember rückläufig, wo du dich versucht hast abzulenken. Du solltest pragmatisch handeln, weiterhin wichtig. Mars ist ja ohne Einfluss und auch Venus ist dann ohne Einfluss. Also da wirst du einfach routinemäßig unterwegs sein. So, was haben wir noch? Merkur wirkt unterstützend im Dezember. Du wirst feststellen, wo es vielleicht bei dir an Know-how, an Wissen mangelt und vielleicht überlegst du dir, wo Weiterbildung not tut. Für Berufliches eignet sich der 11.
am 12. bitte nicht abheben, sondern pragmatisch bleiben und vielleicht auch mal checken, wie es aussieht, wie du dich fühlst, wie deine Befindlichkeiten so sind. Und möglicherweise hast du Lust, etwas Neues zu beginnen, vielleicht auch in sportlicher Hinsicht. Ja? Ja, es gilt, dass du neue organisatorische Dinge eingeleitet hast in diesem Jahr. Ja? Und möglicherweise bereitest du das neue Jahr schon vor. Es kann sein, dass du schon Planungen hast, Vorbereitungen. Vielleicht freust du dich auch darauf, ne? Weil, wie gesagt, es ging mal rauf, mal runter, so wie das eigentlich auch normal ist. Aber grundsätzlich bist du sehr gut durch das Jahr gekommen. Wenn ich andere Legungen im Kopf habe, dann denke ich, dass du noch gut dabei abgeschnitten hast und dass du auch selbst eine Menge gelernt hast und dich wahrscheinlich auch aus dieser Einsamkeit, die wir auch hier noch hatten, oder diesem Misstrauen ein Stück weit befreit hast. Schauen wir mal, wie es im Dezember aussieht. Da ist der Page, der Stäbe. Du hast deinen Fokus gefunden, die Planung, die Organisation und das, was du nicht weißt, versuchst du dir im nächsten Jahr möglicherweise anzueignen. Schauen wir uns an, was wir noch haben. Da sind Belastungen da, da sind auch Unzufriedenheiten da und da ist die Geduld wieder. Ja, das, was dich belastet, vielleicht auch, was hier so Sache ist, was hochkommt zum Jahresende. Daran arbeitest du, die Unzufriedenheiten und die Belastungen sorgen ja dafür, dass du mit Geduld und Akribie daran arbeitest, die Dinge voranzutreiben, also dich weiter um die Dinge zu kümmern. Und so ist es ja auch richtig. Wir haben großartige Energie, wir haben Manifestationen, wir haben Geduld, wir haben Neubeginne, wir haben auch Traurigkeit, wir haben auch den Überblick, wir haben auch gefühlsmäßige Aufwallungen, wir haben mal schlechte Laune, mal ein bisschen nölig unterwegs, wir haben hier auch Klarheit, klare Voraussetzungen, wir haben hier, ich sag mal, Veränderungen, wir haben das Rad des Schicksals, also ich sag mal, du bist gut dabei und du hast das Jahr damit begonnen, dich um dich zu kümmern und damit solltest du das Jahr auch beenden. Ja, mein lieber Schütze, das sieht sehr, sehr vielversprechend aus und kann sehr großen Erfolg beinhalten, wenn du dich von gelegentlichen neptunischen Einflüssen oder auch von Niederlagen nicht von deinem Ziel oder deinen Zielen abbringen lässt, dranbleibst und sachlich an die Dinge herangehst. Wir hatten auch hier zum Jahresende hin im November die Königin der Schwerter. Das ist deine Energie für dieses Jahr. Sachlichkeit, Klarheit und sich um dich kümmern. Das ist so deine Prämisse für das Jahr 2021. Dich nicht irritieren lassen, nicht zu misstrauisch sein, aber auch nicht zu vielen Versprechungen glauben, hinterfragen, prüfen und dann nicken. Ja? Und auch Gefühlsaufwallungen halten sich meiner Meinung nach hier in Grenzen. Klarheit ist das A und O und natürlich dranbleiben. Nicht aufgeben, aber mit den neuen der Stäbe, die wir mehrfach auch hatten, glaube ich, ist das auch nicht der Fall. Du musst nur darauf achten, dich selbst nicht zu übernehmen und auch um Hilfe zu bitten, wenn es Not tut. Dir Klarheit zu verschaffen, den Menschen Klarheit zu geben und dann bist du auf der sicheren Seite. Ich wünsche dir ein tolles, erfolgreiches und liebevolles 2021 und bin gespannt, was du vielleicht irgendwann erzählst, wie das Jahr verlaufen ist. Ich wünsche dir alles Gute. Wir schauen uns jetzt noch die Legung für die Beziehungen an und dann sage ich mal bis gleich. So, mein lieber Schütze, dann wollen wir mal in Sachen Beziehungen für die einzelnen Monate durchgehen, was wir da an Orakelkarten für dich haben für das Jahr 2021. Beginnen wollen wir natürlich mit Sonne im Steinbock, dem Januar. Und wir schauen mal, was da im Januar so zu sagen ist. Innere Wahrheit, das ist die Nummer 14. Innere Wahrheit. Das passt gut, denke ich, zur Königin der Schwerter, die du als Eigenenergie mitbringst in dieses Jahr. Und das bedeutet, dass du dir über ein paar Dinge klar bist. Aber wir schauen mal. Die innere Wahrheit, Aufrichtigkeit, die Dinge nehmen, wie sie sind. Die Leugnung beenden, die Bereitschaft zu Transparenz, klare Kommunikation. Das ist großartig.
Ja. Schauen wir uns die Beziehungsbotschaft an. Die Menschen geben sich dir sehr bald zu erkennen, wenn du ihnen wirklich zuhörst und auf ihr Verhalten achtest. Diese Karte fordert dich auf, in deinem Austausch mit anderen Menschen offen und authentisch zu sein. Es ist an der Zeit, wahrzunehmen, was dich in Wahrheit mit anderen verbindet und zu sagen, wer du in Wahrheit bist und was du brauchst. Niemand kann das für dich tun. Denke daran, dass deine Wahrheit immer in deiner Persönlichkeit und deinen bisherigen Erfahrungen begründet liegt. Wenn du aufrichtig kommunizierst und erkennst, wie du dadurch mit dir selbst mehr im Einklang bist, tut sich eine höhere Wahrheit auf. Halte dich nicht selbst zurück, sprich deine Wahrheit und höre der Wahrheit anderer zu. Ja, authentisch sein, du selbst sein. Nicht so tun, als ob du jemand anders wärst, nichts beschönigen, nicht so tun, als ob du zum Beispiel gut drauf wärst, wenn du nicht gut drauf bist. Authentisch sein, sagen, wenn du schlechte Laune hast, wenn es dir nicht gut geht, zu sagen, naja, da ist meinetwegen was schiefgelaufen und deswegen bin ich einfach nicht gut drauf. Dann sind die anderen zum Beispiel vorgewarnt. Das ist ja auch eine sehr gute Sache, wenn man selbst ist, dann findet man auch die Gleichgesinnten schneller, als wenn man sich verbiegt für irgendwas und irgendwen. Ja? Authentisch sein bedeutet, sich selbst nichts vormachen und anderen nichts vormachen, so eben wie die Königin der Schwerter ist. Und das ist sehr schön, das ist sehr sachlich, sehr klar, aber ich finde auch, dass dazu natürlich auch ein gewisses Mitgefühl gehört. Ja? Und du fühlst dich ja auch anderen verbunden, auch wenn du zum Beispiel, wie das hier lag in der Häuserlegung, schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ja? Dann musst du das eben sagen. Ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen bin ich ein bisschen misstrauischer. Klar. Und das ist okay. Und vielleicht geht es anderen ähnlich. Kommen wir jetzt zum Februar. Das ist der Monat, in dem der Wassermann weitestgehend Geburtstag hat. Es ist unvollendete Symphonie, die Nummer 10. Die Nummer 10. So, da haben wir Grundbedeutung, unerledigte Arbeiten, eine unvollständig gelernte Lektion, ein fehlender Abschluss, Wiedergutmachungsbedarf. Die Beziehungsbotschaft. Es ist schwierig, weiterzugehen, wenn noch Liebe da ist, wenn Dinge ungesagt bleiben und du keine Gelegenheit hattest, mit deiner Beziehung innerlich abzuschließen. Wenn dir der Abschluss im Außen verwehrt bleibt, wirst du dich vielleicht auch im Herzen weiterhin gebunden fühlen. Deshalb ist es wichtig, von dir aus den Schlussstrich zu ziehen. Schreibe einen Brief, greife zum Telefon oder triff dich zu einem Café, um dich auszusprechen. Für deinen Seelenfrieden ist es wichtig, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wenn es auch nur dir selbst gegenüber geschieht. Leiste Abbitte, falls nötig, sei dir im Klaren darüber, welche Fragen ungelöst geblieben sind und schließe mit der Vergangenheit ab, um frei zu sein. Erst dann wird eine neue Liebe erblühen können. Ja, möglicherweise gibt es unvollendete Dinge, Dinge, die nicht ausgesprochen wurden oder ausgesprochen werden konnten. Vielleicht fehlt dir ein Stück der Wahrheit, die Wahrheit eines oder einer anderen. Vielleicht hast du nicht die Gelegenheit bekommen, klar zu sehen, warum irgendwas vielleicht nicht funktioniert hat, warum die Dinge eben anders gelaufen sind. Ja. Aber wenn da, wie gesagt, noch Liebe ist, Zuneigung zu jemandem, schreib einen Brief oder nimm Kontakt auf. Oder wenn du das nicht möchtest aus irgendwelchen Gründen, dann schreib den Brief trotzdem, schreibe ihn und vernichte ihn, damit du das los wirst, was du zu sagen hast. Ja. Um da wirklich einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Das ist Wassermann-Energie, das ist auch soziale Energie, expansive soziale Energie, dich zu öffnen für neue Dinge, damit du das Alte abschließen kannst, was vielleicht noch Kummer bereitet oder was in dir ist. Das heißt nicht, dass durch den Brief oder diese Sache, die du für dich tust, der Schmerz vorbei ist. Aber es ist für dich eine Handlung, einen Schlussstrich zu ziehen, ja, zu sagen, gut, hat nicht sollen sein oder hat nicht funktioniert, vielleicht wurde mir die Wahrheit verwehrt oder ich konnte die Wahrheit nicht mehr äußern oder es war kein Interesse da, das gibt es ja auch, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Du musst einen Weg finden, mit Dingen abzuschließen.
ob das jetzt privat ist oder beruflich. Ich denke, es geht darum, dein Herz wieder zu öffnen. Dein Herz, was vielleicht voller Kummer war, wir hatten das hier unten gesehen, aus der Vergangenheit, vielleicht schon lange zurückliegend und auch vielleicht jetzt kurzzeitig. Es ist wichtig, da wirklich zu sagen, das war's. Ja, und zu akzeptieren, was ist. Königin der Schwerter wieder. Ne? Kommen wir zum März. Sonne in den Fischen. Auch sehr gefühlvoll. Wir haben Ordnung schaffen. Die Nummer 21. Ordnung schaffen. Schauen wir uns an, was die Nummer 21 besagt. Eine Situation auf den Grund gehen, sich von einer Last befreien, Hausputz, sich von Überflüssigem trennen. Die Beziehungsbotschaft lautet, es ist Zeit, reinen Tisch zu machen, in dich zu gehen und auszusprechen, was in dir vorgeht. Räume mit dem Alten auf, damit ein frischer Wind Einzug halten und dich mit neuer Energie erfüllen kann. Es ist der perfekte Moment für eine innere Bestandsaufnahme, um herauszufinden, was zu dir und was nicht zu dir gehört. Wir alle bringen in unsere Beziehungen Altlasten ein. Schau dir deine Anteile an und lege davon ab, was du nicht mehr brauchst. Befreie dich von unnötigem Ballast und deine Partnerschaft wird zu neuem Leben erblühen. Das gilt sowohl für Singles als auch für Paare natürlich. Das, was nicht mehr jetzt zu dir gehört in diesem Jahr und was dann auch keinen Platz hat, Altlasten aus der Vergangenheit. Es hat Bezug vielleicht auf diese unvollendete Symphonie, wo man eben vielleicht Ungerechtigkeiten über sich ergehen lassen musste oder auch selber ungerecht war in irgendeiner Form. Das kann beides bedeuten. Ne? Diese Altlasten schleppt man ja ewig mit sich herum. Ausmisten bedeutet wirklich alles, was dich da in irgendeiner Form zurückzieht oder festhält, hinter dir zu lassen, fortzugehen oder umzuziehen oder vielleicht auch einfach zu sagen, okay, ich mache alles anders. Ja, Umbruch in irgendeiner Form, zumindest in Gedanken, im Gefühl. Wir haben ja gesehen, dass du misstrauisch bist, dass du wirklich auch, glaube ich, sehr viel Ballast mit dir herumschleppst. Und der sollte nach und nach abgebaut werden. Und sei es durch Gespräche, durch unterstützende Gespräche vielleicht, ja, dass man da wirklich einen Schlussstrich drunter ziehen kann. So. Kommen wir in den April, Sonne, Monat für den Widder. Langmut, die Nummer 47, das bedeutet langen Atem haben. 47. Durchhaltevermögen, Stärke, langer Atem. Beziehungsbotschaft, du befindest dich in einer harmonischen und stabilen Partnerschaft oder gehst jetzt einer solchen Partnerschaft entgegen. Wie dem aber auch sei, während du durch die Höhen und Tiefen dieser Verbindung gehst, dabei vielleicht auch an deine Grenzen kommst und dich fast verlierst, findest du doch auf einer höheren Ebene der Entwicklung zu dir selbst zurück, getragen von der Kraft der Erneuerung. Harmonie bedeutet nicht, dass es niemals einen Missklang gäbe, sondern dass die Beziehung auf Stabilität und einen tieferen Zusammenhalt hin angelegt ist. Die Melodieführung kann wechseln, ein Instrument lässt sich neu stimmen, während die Symphonie der Liebe weiterhin ertönt. Höre mit dem Herzen. Ist das nicht ein wundervoller Zusammenklang, den du jetzt vernimmst? Der April ist, glaube ich, auch ein Monat, in dem du sehr aktiv wirst mit der Sonne im Widder. Und ich denke, dass du da möglicherweise neue Kontakte knüpfst. Wir hatten ja jetzt zu Beginn des Jahres irgendwo auch dieses für sich selbst sein, Dinge abarbeiten, Dinge loslassen, verändern. Und hier gehst du möglicherweise eine neue Beziehung ein oder frischst die bestehende Beziehung neu auf. Es gibt Veränderungen und du sorgst dafür, dass das einen neuen Widerhall findet. Du brauchst einen langen Atem für Beziehungen grundsätzlich, denn keiner ist fehlerfrei, keiner ist immer geduldig und du auch nicht. Und deswegen kann es natürlich bedeuten, dass es da auch mal fetzt und dass man da wieder einen Konsens finden muss. Es ist auch ein hartes Stück Arbeit, solche Beziehungen. Und das sollte natürlich auf beiden Seiten ausgewogen sein. Oder möglicherweise gehst du eine neue Beziehung ein im April. Wäre durchaus denkbar. Schauen wir uns an, wie das im Mai mit Stiersonne weitergeht. Nicht für dich, die Nummer 6. Okay. Die Nummer 6.
Was haben wir denn da für den Schützen im Monat Mai? Ein klares Bewusstsein davon, dass dir etwas versagt bleibt. Erfahrene Zurückweisung. Die Beziehungsbotschaft: Es gibt Verbindungen, bei denen von Anbeginn offensichtlich ist, dass sie den Samen des Scheiterns in sich tragen, während die Warnsignale deiner Aufmerksamkeit entgehen oder du dich weigerst, sie wahrzunehmen. Wenn eine Verbindung nicht sein soll, ist es unmöglich, sie zu erzwingen. Zurückweisung ist ein Zeichen dafür, dass du unter göttlichem Schutz stehst. Wenn es an dir ist, eine andere Person zurückweisen zu müssen, dann denke daran, dass du es um euer beider Heilwillen tust. Zu jedem Topf gibt es einen Deckel. Diesmal scheint es nicht der passendste zu sein. So, das kann mit dieser neuen Beziehung zu tun haben. Man nähert sich an, man lernt sich kennen und stellt dann fest, das passt irgendwie nicht. Dann kann man aber natürlich trotzdem befreundet sein, wenn man das möchte und wenn beide Seiten das können. Aber man muss keine Beziehung eingehen. Wenn ich das so sehe, was ich vorher gesehen habe mit diesem Misstrauen und so weiter, denke ich, dass du da auch nicht vorschnell neue Beziehungen eingehen wirst. Aber es bedeutet auch, die Zurückweisung, auf welcher Seite auch immer diese da ist, ist einfach das Hindernis, um diese Sache dann nicht schwieriger zu machen, als sie vielleicht ohnehin schon ist. Wir hatten ja auch Zeiten in der monatlichen Legung und in der Astrologie, dass da auch Niederlagen da sind. Die können natürlich im privaten Bereich sein, die können auch im geschäftlichen Bereich sein. Und wenn du irgendwas nicht erreicht hast oder irgendwas nicht geklappt hat, dann heißt das nicht, dass du aufgeben sollst. Und genauso wenig auch in Beziehungen. Also man trifft halt Menschen, die findet man toll, und wenn man die näher kennenlernt, sagt man, ach nö, ne? Oder umgekehrt, kann ja auch sein, es passt halt nicht so gut, ja, und das kann im Job sein, das kann privat sein. Ich denke, es hat was mit Freundschaften, die man neu aufbaut im April, Mai, wo man sagt, der eine ist mir lieber als der andere und ich komme da mit der Person besser klar, und vielleicht ist da jemand drunter, der sich mehr davon verspricht. Oder du hast dir mehr davon versprochen und trotzdem funktioniert es nicht. Das kann durchaus sein. Und wenn man sich klar darüber ist, ne, ich erinnere immer an die Königin der Schwerter, dann sollte man das so hinnehmen, die innere Wahrheit, authentisch sein, du selbst sein, klar sagen, was Sache ist. Natürlich nett und freundlich, nicht böse oder, ne, also man spricht da vernünftig drüber. Schauen wir mal, wie das im Juni weitergeht. Da haben wir diese unruhige Zeit mit Sonne in den Zwillingen, Zwischenwelt. Ja, da weißt du vielleicht nicht so ganz, wohin mit dir. Das ist die Nummer 3. Oder du weißt nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ja. Wir haben als Grundbedeutung Übergangssituationen, mit dem Alten noch verhaftet und für das Neue noch nicht wirklich bereit sein. Vorübergehende Blindheit, Niemandsland. So, schauen wir, was die Beziehungsbotschaft besagt. Jetzt heißt es, die neue Energie zwischen dir und einem anderen Menschen zu erkunden. Es ist keine Zeit der Gewissheit, sondern eine des Entdeckens und Ausprobierens. Du weißt nicht, ob dies von Dauer ist, erlaube dir also zu erforschen, wer du bist und durch dein Gegenüber etwas über dich zu erfahren. Diese Verbindung soll dich etwas über dich selbst lehren. Was ist es, das du brauchst? Das du magst und nicht magst. Worauf legst du Wert? Du befindest dich in einer entscheidenden Phase deiner Beziehung, die du nicht übergehen und in der du nichts übereilen solltest. So. Das kann nun eine neue Beziehung sein, das kann eine bestehende Beziehung sein, wo man nicht so recht weiß, wo führt das hin. Das ist aber nicht schlimm. Man hat Zeit, sich auszuprobieren, Zeit, sich kennenzulernen oder auch neu kennenzulernen, wenn es innerhalb der Beziehung ist. Vielleicht sind es auch neue Menschen um dich herum und du bist noch nicht so im Vertrauen, dass du da weißt, wen du da wirklich vor dir hast. Ja? Also ich denke mal, nimm es hin, nimm jeden Augenblick, wie er kommt, und versuche das Beste daraus zu machen, das Beste, was dir in dem Moment möglich ist. Ja? Und bei vielen Beziehungen, auch hier, hinterher ist man immer schlauer. Also wenn man jetzt eine Person da kennenlernt im Mai und denkt, der oder die ist ganz toll, und dann Sachen an dieser Person feststellt, mit denen man gar nichts anfangen kann, dann ist es doch besser zu sagen, wir lassen das. Und dann lernst du vielleicht noch mehr Menschen kennen. Ja, es muss ja nicht diese Person sein, es kann ja auch eine andere Person sein. Und von der weißt du auch nicht, was du davon halten sollst. Also lass es erstmal laufen, auf freundschaftlicher Ebene. Gar kein Problem. Ja.
Du musst nicht sofort entscheiden. Du hast Zeit dazu. Ja? Und du sollst dir auch Zeit lassen. Der Ritter der Münzen ist deine Energie, die Dinge langsam zu ergründen. Du hast auch genug zu tun. Du willst ja was erreichen. Also musst du dich nicht unbedingt auf Beziehungen konzentrieren. Kommen wir jetzt in den Juli. Krebsenergie, Sonne im Krebs. Bisschen launisch vielleicht auch. Wir haben Drama. Okay, Nummer 37. Aber das heißt nicht, dass du Drama verursachen sollst. Es können auch die Dramen anderer Leute sein, in die du dich da nicht hineinziehen lassen sollst. Schauen wir mal. Grundbedeutung Selbstkritik, das gekränkte Ego, unnötige Dramen. Ja gut, das kann auch aufgrund einer Zurückweisung der Fall sein. Wir schauen mal. Manchmal gehen zwei Herzen eine Verbindung ein, die zu Leid führt, aber nicht aufgrund von Kränkung oder Missachtung, sondern aus ganz anderen, verwickelteren Gründen. Scham, Angst vor Nähe und ein schwaches Selbstwertgefühl gehören zu den größten Herausforderungen für das Gelingen einer Partnerschaft. Bedenke jedoch, wie wertvoll es ist, um diese Dinge zu wissen. Gerade jetzt hast du eine große Chance zur Heilung. Aber du musst auch über die Geschichten nachdenken, die du dir selbst über Liebe, Nähe, Verlassenheit, Zurückweisung und Einsamkeit erzählst. Du musst nicht nur eine neue Geschichte beginnen, sondern dir auch dafür vergeben, dass du noch immer an den Alten hängst. Habe Mitgefühl für den Teil in dir, der weiterhin an sie glaubt. Dennoch waren sie zu keiner Zeit wahr. Das sind wieder die Altlasten, die sich bemerkbar machen. Du hast dich bemüht, auszumisten, dich zu öffnen, neue Beziehungen einzugehen, aber diese Altlasten sind vielleicht zu stark, zu extrem, um sie einfach so abzutun, loszulassen. Ja? Aber du weißt um diese Geschichte, du weißt, was du mit dir herumschleppst, auch wenn das eine bestehende Beziehung ist. Und dann gilt es, sich dazu zu äußern, das zu erzählen vielleicht, das zu klären und vielleicht auch mal dem Gefühl der Trauer und des ja, in sich zusammensackens mal zuzulassen, um zu sagen, okay, ich komme damit nicht klar oder ich verstehe es nicht, weil wir haben ja auch hier unvollendete Symphonie. Die Wahrheit wurde nie ausgesprochen, die Klärung hat nie stattgefunden und wie soll man mit etwas abschließen, das keine Klärung erfahren hat, ja? Und das kann natürlich sehr hart sein und das kann auch immer wieder hochkommen, ja? Schauen wir uns im August an, wie es weitergeht. Sonne im Löwen, Seelengefährten, die Nummer 41. Nummer 41, Seelengefährten. Harmonische Partnerschaften, Liebe, Freundschaft, Kameradschaft, eine Verbindung, die die persönliche Entwicklung voranbringt. Die Beziehungsbotschaft. Stelle Liebe in ihrer tiefsten Bedeutung vor. Eine Liebe, die so kraftvoll ist, dass sie dich für immer verwandelt, gleichgültig, wie lange die Beziehung andauert. Stell dir Freundschaften und Liebesbeziehungen vor, die von einer solchen Intensität sind, dass sie dich vor Dankbarkeit überströmen lassen oder eine Schale aufbrechen lassen, sodass du endlich in die dir bestimmte Form hineinwachsen kannst. Selbst ein Tier, das mit dir lebt, erinnert dich daran, dass du es bist, um dessen Bewahrung und Heilung es jetzt geht. Sei aufmerksam, denn du hast es mit einem Seelenverwandten zu tun, der gekommen ist, um dich nach Hause zu deinem wahren Selbst zu führen. Dazu muss man Folgendes sagen. Seelengefährten sind nicht die, die uns immer anhimmeln, die uns toll finden oder die uns ja, nicht mit Kritik überhäufen. Es sind vielleicht gerade die, die uns angehen, die uns auf unsere Fehler aufmerksam machen, die uns die Zeit schwer machen. Ja, das sind die Menschen, die vielleicht auch zu offen sind in ihrer Kritik oder auch zu offen sind in dem, was sie sagen. Aber Aufrichtigkeit ist sehr wichtig. Du bist ja auch die Königin der Schwerter als Energie von dir her. Und Offenheit ist wichtig in Beziehungen, ja. Und wenn es jemand gut mit dir meint, wirklich gut mit dir meint, wird er oder sie dir auch immer sagen, was er oder sie denkt. Unabhängig davon, wie du das findest. Und das ist eine echte Seelengemeinschaft, weil man dem anderen klar und deutlich sagt, was andere hinter vorgehaltener Hand sagen oder denken vielleicht auch. Ne? Seelengefährten sind die Menschen, denen wir dankbar sein können,
dass sie uns von Fehlern bewahren, dass sie uns helfen, dass sie uns auch sagen, wie in der Monatslegung, wenn wir arrogant oder hochnäsig rüberkommen, was eigentlich vielleicht gar nicht unsere Absicht ist, sondern was unbewusst passiert, ja, und die uns den Spiegel vorhalten sozusagen. Und Seelengefährten können auch Menschen sein, die Ähnliches erlebt haben wie wir selbst, die uns nachempfinden können, wie es uns geht, ja, wie es dir geht, ja, und die auch irgendwo sagen können, ich verstehe dich, ja, ich kann das wirklich gut nachempfinden, Mitgefühl haben, aber nicht Mitleid, ja, sondern einfach sagen, ja, ich kenne das, ne? Und vielleicht auch umgekehrt, vielleicht bist du auch jemand des Seelengefährten, ja, und das verbindet natürlich, ja, und das muss nicht immer geradlinig und einfach sein. Das kann auch mal sehr schwierig sein. Aber es sieht gut aus im Oktober, im August. Ne? Sonne im Löwen, wir sind im August. Und da im Sommer könntest du mit jemandem zusammentreffen, der so ein Seelengefährte ist. Das muss keine Liebesbeziehung sein. Es kann einfach ein Seelengefährte sein. Ein Mensch, der Ähnliches hinter sich hat wie du. Das kann zu einer Liebesbeziehung führen, durchaus, ja. Indem man diese Nähe eben auch direkt spürt, ja. Schauen wir mal weiter, wie es im September ist. Wenn du sehr nörgelig unterwegs bist mit der Sonne in der Jungfrau. Reparaturarbeit, die Nummer 52. Vergebung, Wiedergutmachung, Versöhnung nach einem Streit. Das ist die Grundbedeutung. Du bist an einem Punkt, an dem Vergebung Not tut, damit du voranschreiten kannst. Auch wenn es dir vielleicht nicht bewusst ist, stehen die Folgen einer Verletzung als eine ständige Belastung im Raum, deren negative Energie für beide Beteiligten entweder im Umgang oder auch über die Distanz spürbar wird. Dein Herz zu verschließen ist keine Lösung. Du hast die Kraft, diese Wunde zu heilen. Frage dich, wie würde die Liebe handeln? Aus dem aufrichtigen Wunsch nach Versöhnung und Wiedergutmachung kann jetzt nur Gutes entstehen. Okay, Reparaturarbeiten bedeutet Vergebung. Bedeutet sich selbst vergeben für Fehler, die man gemacht hat. Bedeutet jemand anderem vergeben für Fehler, die er oder sie gemacht hat. Reparaturarbeit bedeutet Heilung. Bedeutet langsame, wahrscheinlich sehr langsame Heilung, wenn es eine schwerwiegende Verletzung war. Ja. Aber letztendlich lohnt es sich, diese Reparaturarbeiten anzugehen. Vielleicht ist das der Grund für die Nörgeligkeit im September, dass du als Schütze, dass da etwas wieder hochkommt, dass da etwas wieder aufgefrischt wird oder aufgerissen wird, eine alte Wunde. Denn ich glaube nicht, dass du hier schon alles abgearbeitet hast, dass du versuchst, damit umzugehen. Wir haben hier Drama, wir haben diese Erinnerungen an die Dinge, die passiert sind. Wir haben neue Kontakte, aber wir haben auch Zurückweisung, wir haben Zwischenwelt, man weiß nicht so recht, wohin mit sich. Wir haben Seelengefährten, jemand, der was nachempfinden kann. Vielleicht haben wir hier jemanden, der aus der Vergangenheit irgendwo anklopft oder die man zufällig trifft, wie auch immer. Und der dann damit wieder alte Wunden hervorruft. Durchaus möglich. Vielleicht bittet ja auch jemand um Vergebung oder du bittest jemanden um Vergebung, je nachdem. Das ist ja bei jedem anders. Aber es lohnt sich, diese Dinge anzugehen. Vielleicht kommt da mal die Wahrheit über bestimmte Dinge heraus möglich. Ja? Was haben wir denn im Oktober? Jetzt sind wir im Oktober. Waage-Energie. Sprung ins Ungewisse. Die Nummer 36. Sprung ins Ungewisse. Grundbedeutung Mut. Über den eigenen Schatten springen. Die Angst überwinden und Risiken eingehen. Beziehungsbotschaft, es macht uns Angst, mit einem anderen Menschen innig vertraut zu werden, ihn alles von uns sehen zu lassen, vor allem jene Anteile, die wir bis dahin versteckt und bedeckt gehalten haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, dieses Wagnis einzugehen und dich wahrhaftig zu zeigen. Es ist wichtig, für dich selbst einzustehen, zu sagen, wer du bist, deine Bedürfnisse und Hoffnungen zu benennen. Auf Nummer sicher zu gehen, bringt dich jetzt nicht weiter, sondern nur ein mutiger Sprung ins Unbekannte. Du wirst froh sein, ihn gewagt zu haben. Dasselbe gilt, wenn du dir eine Partnerschaft wünschst. Komme den Göttern einen Schritt entgegen und sie werden dir geben, was du dir zutiefst ersehnst. Ja, der Sprung ins Ungewisse ist, denke ich, trotz aller
Hemmnisse, trotz aller Verletzungen aus der Vergangenheit, trotz aller Belastungen, was auch immer war und gerade vielleicht ist, Reparaturarbeiten, Vergebung, was auch immer, zu wagen, etwas zu wagen in Bezug auf Beziehungen. Sich ja voller Vertrauen und Zuversicht in eine Beziehung zu begeben oder eine Beziehung wieder aufzunehmen oder vielleicht auch eine Freundschaft erstmal einzugehen, um zu sehen, wohin das führt. Der Sprung ins Ungewisse erfordert von dir die Aufrichtigkeit der Königin der Schwerter. Deswegen ist sie dein Begleiter für das ganze Jahr. Klar zu sehen, offen zu sein, sich gegenüber ehrlich zu sein, sich zu entblößen, auch nach außen hin. Also tatsächlich von sich preiszugeben, was man will, was man braucht, wie man zu den Dingen eingestellt ist. Also realistisch tatsächlich sein Innerstes nach außen zu kehren, den Mitmenschen Mitteilung zu geben, wie es in einem aussieht und wie man zu diesen Dingen steht. Und das auch von anderen zu bekommen. Also vielleicht auch, dass jemand sich total entblößt und das auch wertzuschätzen, ja? Wenn sich dir jemand so offen und aufrichtig zeigt, das anzuerkennen, zuzuhören, aufmerksam zuzuhören. Wir haben hier Seelengefährte. Zu wissen, dass das Leid vielleicht was, wovon der andere, die andere dir erzählt, auch etwas ist, was du nachvollziehen kannst. Das bedeutet kein Mitleid, aber mit Gefühl. Ja, dass man weiß, wie schwer das vielleicht ist. Kommen wir in den November, Sonne im Skorpion, im Hier und Jetzt, die Nummer 32. So, wir haben ja dann auch, ich glaube ab Oktober ist dann auch die Venus untergetaucht, ja, und es ist alles sehr pragmatisch. Und jetzt müssen wir im Hier und Jetzt sein. Ganz im Augenblick präsent sein, im Heute-Leben. Beziehungsbotschaft. Es ist leicht, sich nach einer Liebesbeziehung oder Freundschaft zu sehen, die dir gerade jetzt vielleicht fehlt, in der es mehr Romantik gibt, mehr Freude, mehr Verlässlichkeit, mehr Leidenschaft. Die gute alte Zeit ist vorbei und ein neuer Tag ist angebrochen. Vertraue im Herzen darauf, dass du alles hast, dessen du bedarfst. Ob dir die Partnerschaft, nach der du dich sehnst, beschieden ist oder nicht. Auf das Morgen hast du keinen Einfluss, das Gestern ist unwiederbringlich vorbei. Das Jetzt ist alles, was dir zur Verfügung steht. Bleibe präsent und wisse, dass du in jedem Augenblick, in dem du der Schönheit deines Selbst Wertschätzung und Anerkennung zollst, ein Magnet für die Liebe bist. In jedem Moment ist das göttliche Prinzip unsterblich in dich verliebt. Bist du dir dessen bewusst? Wende dich ihm zu und du wirst die Seligkeit der Liebe im Hier und Jetzt erfahren. Also, wir hatten hier inneres Wissen, wir hatten für dich zu Beginn der Häuserlegung auch das Ass der Kelche, du sollst dich um dich kümmern. Ja? Es geht um die Eigenliebe, es geht um die, im Hier und Jetzt bedeutet das Hier und Jetzt zu schätzen, es zu wissen, was man hat, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Ja? Die Altlasten, die man hat, zu erkennen. Zu akzeptieren, wie es hier und jetzt nun mal ist und sich trotzdem glücklich zu schätzen für das, was man hat. Sei es Freunde, sei es Familie, sei es Partnerschaft. Wirklich auch dankbar zu sein, demütig zu sein für das, was man hat. Ja? Und das nicht als selbstverständlich einfach so zu sehen. Ja, die Dinge zu nehmen, wie sie sind. Kommen wir zum Jahresende, Dezember. Die Schatzinsel. Das finde ich einen tollen Abschluss. Die Nummer 9. Die Schatzinsel. Grundbedeutung: durch das Gesetz der Anziehung werden Träume wahr. Positives Denken zeitigt Ergebnisse. Unbemüht sich einstellende Fülle, finanzieller Gewinn und geteiltes Glück. Die Beziehungsbotschaft: mit deiner Partnerschaft hältst du einen Schatz in Händen, der dir mehr gibt, als du brauchst, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht sehen kannst. Wie lange diese Verbindung auch schon bestehen mag, ihr findet immer wieder Edelsteine der eigenen und gegenseitigen Wertschätzung auf eurem gemeinsamen Weg. Dies ist eine Zeit des Entdeckens. Alles fühlt sich stimmig und wie neu an. Eine neue Phase der Romantik und Verliebtheit bricht für dich an. Es ist eine Partnerschaft, die große Gaben und wertvolle Lehren für dich bereithält. Sei offenen Herzens. Die Botschaft dieser Karte lautet:
Feiere die Liebe und was sie dich lehren will. Sehr, sehr schön. Darüber Seelengefährte und Langmut. Du brauchst Zeit, du brauchst Geduld mit dir, mit anderen. Zwischendurch dramatische Aufrüttelungen, Seelengefährten, die vielleicht wieder auftauchen, Reparaturarbeit, den Mut, etwas zu wagen, aktuell Leben im Hier und Jetzt wahrzunehmen. Ich denke, über die unvollendete Symphonie, übers Drama zur Schatzinsel ist doch ein großer Fortschritt. Oder von der inneren Weisheit oder Wahrheit zur Zwischenwelt ins Hier und Jetzt auch gut. Ja. Und Ordnung schaffen bis zur Reparaturarbeit. Ich denke, es lohnt sich. Es lohnt sich in 2021 an sich selbst zu arbeiten, authentisch zu sein, authentisch rüberzukommen, auch offen und ehrlich Bedürfnisse zu benennen. Glaub mir, lieber Schütze, das fällt vielen, vielen anderen auch sehr schwer zu benennen, was man möchte oder auch, die Wünsche zu äußern. Ja, sehr viele Erdzeichen zum Beispiel oder Luftzeichen haben Probleme damit. Und vielleicht du auch ein Stück weit, wenn ich die Energie der Königin der Schwerter wieder bemühen muss, durch die Altlasten, durch das, was sich in deinem Leben so getan hat, was für dich schwierig war, vielleicht seit Kindertagen, wenn wir die Häuserlegung sehen, und da zu kämpfen, sich wieder hervorzukämpfen, um nicht aufzugeben und trotzdem das Positive zu sehen, die Liebe, die man in sich trägt, was wir mit der Königin der Kelche gesehen haben, auch weitergeben zu wollen und trotzdem misstrauisch und ängstlich zu sein, weil man so viel, Prügel eingesteckt hat in der Vergangenheit. Damit dieser Abschluss großartig. Also, mein lieber Schütze, ja, ich finde, eine großartige Legung soweit, wenn du dran bleibst. Das liegt an jedem Einzelnen natürlich, inwieweit du an dich glaubst, inwieweit du dich selbst auch ein Stück weit bemutterst, will ich mal so sagen, ja, indem du dich darum kümmerst, dass es dir persönlich gut geht, dass du authentisch bist und dich nicht verbiegst für andere, dann bist du auf dem richtigen Weg und das solltest du tun. Also, dein Thema für das Jahr 2021 ist die Königin der Schwerter. Es ist dein Ich, dein Vorgehen, realistisch, wahrheitsgetreu und authentisch. Ich wünsche dir ein großartiges 2021 und ich sag mal, man sieht sich, man hört sich und ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück und ganz viel Liebe. Bis bald. Tschüss.